Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur DMV-Akademie. Und zwar zum Thema FlyDMV-App, die neue App des Deutschen Modellfliegerverbandes in Zusammenarbeit mit Dronik. Die scheint doch ein reges Interesse hervorzurufen, denn ich glaube, wir haben zumindest was die Anmeldezahlen angeht, Rekordbeteiligung heute. Es sind fast 500 Anmeldungen, es sind schon über 350 auch dabei. Es kommen immer noch welche dazu. Also sind wir doch heute relativ viele. Das bedeutet auch, dass heute ein bisschen Disziplin erforderlich ist, wenn es um Fragen geht. Wir haben natürlich am Ende der Runde, wie immer, wer die DMV-Akademie kennt, die Möglichkeit für euch Fragen zu stellen. Da wir sehr viele sind, möchte ich euch zum einen bitten, stellt die Fragen am Ende des Vortrags. Denn unser Referent, der eine ist Thorsten Lehmann aus dem DMV-Präsidium, der sich maßgeblich beim DMV auch um die App gekümmert hat, hat mir versprochen oder mir gesagt, wahrscheinlich haben sich mit seinem Vortrag 80, vielleicht sogar 90% der Fragen erübrigt. Also wartet erstmal ab, stellt die Fragen am Ende. Wir werden dann ungefähr eine halbe Stunde für Fragen haben, wenn wir sie brauchen. Falls diese Zeit nicht reicht und noch viele Fragen übrig geblieben sind, die Fragen werden gesammelt und werden dann auch im Nachgang an euch nochmal schriftlich beantwortet. Also nicht nur an den Einzelnen, sondern die gehen an alle, die heute hier dabei waren, auch noch per Mail raus, für die, die sich eben entsprechend mit ihrer E-Mail-Adresse angemeldet haben. Noch ein kleiner Hinweis: dieses Webinar wird wie immer aufgezeichnet und hinterher auf dem YouTube-Kanal oder über die DMV-Seite unter dmv.aero veröffentlicht. Ja. Erstmal herzlich willkommen, unsere Referenten. Thorsten Lehmann habe ich schon erwähnt. Und dann haben wir auch den Entwickler oder von den Entwicklern dieser App, von Dronik, den Alexander dabei oder Alex. Und ganz kurz noch daneben, glaube ich, zur Begrüßung den Marc. Da, genau. Genau. Und bevor ihr loslegt, Thorsten, du kannst eigentlich schon den Screen einmal, glaube ich, schon anfangen zu teilen, haben wir eine kleine Umfrage, weil wir natürlich auch ein bisschen wissen wollen, wer sich schon mit der FlyDMV-App auseinandergesetzt hat. So, Umfrage, jetzt sehe ich sie auch. Zum einen, Frage 1, hat sich euer Verein bereits im Backend der FlyDMV-App registriert? Ja, nein, weiß ich nicht. Und welche Funktion der neuen FlyDMV-App scheint dir auf den ersten Blick die wichtigste? Da kannst du eine auswählen und drunter ist die Frage sozusagen nochmal umgekehrt, welche der Funktionen scheint dir am unwichtigsten zu sein? Jeweils immer eine Funktion auswählbar. Oben ist es auch, ja, nein, weiß ich nicht. Und dann haben wir die Funktion Sichtbarkeit des Modellflugs, alle Dokumente in einer App, digitales Flugbuch oder einfache Gastfluganmeldung. Das haben wir unten auch nochmal. Bei Frage 3 ist es eben die Frage, was dir am unwichtigsten ist und bei Frage 2, was dir am wichtigsten ist. Dann haben wir so ein bisschen so ein Bild für Thorsten vor allem, auch in seinem Vortrag. Was ist den Zuhörern hier besonders wichtig, was die App angeht? Und vielleicht auch für zukünftige Entwicklungen oder Updates ist das ja auch für die Jungs von Dronik nicht ganz uninteressant. So, ich weiß nicht, wie weit wir sind, Christopher. Sind wir soweit durch? Also in der Regie einmal, dass wir dann gleich das Ergebnis haben. Ja, aber so viele Leuten brauchen die Rückmeldung im Momentchen. Wir sind bei 80%. Geben wir den ganzen noch Okay. 10, 15 Sekunden, dass wir auch 90% voll machen. Ja, wir sind auf fast 400 Leute, geht drauf zu. Also eine ordentliche Beteiligung. Das freut mich natürlich. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, stellt die bitte am Ende des Vortrags von Thorsten. Und zwar ausschließlich über das F&A-Tool. Das seht ihr in der Regel, je nachdem, welche App und ihr verwendet, über welches Endgerät ihr reingeht, unten unter F&A. Dort könnt ihr eine Frage stellen. Dort auch bitte nicht kommentieren. Kommentieren oder untereinander austauschen könnt ihr euch im Chat. Das F&A-Tool wirklich an Fragen, die an den Referenten oder die Referenten gerichtet sind. So, das ist im Moment noch deaktiviert das F&A-Tool, kriege ich gerade den Hinweis, aber wird dann im Laufe des Vortrags freigeschaltet. So, hat sich euer Verein bereits im Backend der FlyDMV registriert? Ja, sagen 40% und das sind hier 136, die in der Umfrage teilgenommen haben. Nein, 130 und weiß ich nicht.
78 bzw. 23%. Also schon ein großer Teil, der diese App schon im Verein nutzt. Dann haben wir, welche Funktion der neuen FlyDMV-App scheint ja auf den ersten Blick die wichtigste. Da ist, um es mal einfach zu machen, die einfache Gastfluganmeldung am unwichtigsten, und das andere hält sich so ein bisschen, zumindest die vage Sichtbarkeit des Modellflugs und das digitale Flugbuch. Und alle Dokumente in einer App sagen noch 20%. So, dementsprechend umgekehrt auch ein Stück weit das Bild, dass die einfache Gastfluganmeldung das nicht so wichtige ist. Das digitale Flugbuch hingegen finden nur 14% nicht wichtig und alle Dokumente in einer App nur 16%, und die Sichtbarkeit des Modellflugs finden 20% nicht wichtig. Ja, Thorsten, interessant. ist das denn etwa das, was du erwartet hast? Ja, alles klar. Erstmal nochmal guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich heute erschienen seid. Ja, interessantes Thema. Und die Umfrage gerade, ja, passt zum Titel FlyDMV-App, viel mehr als ein digitales Flugbuch. Gut, ihr habt nur gesagt, das digitale Flugbuch ist für euch am wichtigsten. Ja, es ist wahrscheinlich auch der längste Wunsch, der an uns herangetragen wurde, dass die Leute zu uns gesagt haben: Mensch, wir würden gerne eine App haben wollen, um halt unser Flugbuch zu digitalisieren, weil ihr kennt das alle auf euren Geländen. Das wird nicht so gerne geführt, gerade wenn bloß ein oder zwei Leute draußen sind, ehe man dann die Vereinshütte aufschließt und dann das Buch rauskramt. Das ist natürlich mit der App jetzt ganz einfach. Man kann einfach die App starten und sagen: Ich fliege jetzt hier, und damit ist der Flugbucheintrag sozusagen dann erledigt. Also, das bietet die App dann schon. Ja, bevor ich jetzt das Wort erstmal an Alexander übergebe, nochmal kurz einen Überblick, um welche Themen es heute geht. Und zwar werden wir sprechen über hier, die Sichtbarkeit des Modellflugs, dann die Informationen und Nachweise, die die App halt zur Verfügung stellen kann. Ein wichtiges Thema eigentlich auch, deswegen war auch hauptsächlich der Grund, euch halt mal einzuladen, wie das Backend eigentlich funktioniert. Das Backend ist natürlich mit der App nicht so zu vergleichen. Das Backend ist im Prinzip das Tool, was Vereinsverantwortliche nutzen können, um im Prinzip ihre Gelände dort zu verwalten. Zum Schluss erzähle ich aber natürlich auch noch was über die FlyDMV-App selbst. Also die ganzen Funktionen, die die App bietet, stelle ich da kurz vor. Und ich denke, dass Christoph hat es schon gesagt, dass viele Fragen, die vorher schon an mich herangetragen wurden, per E-Mail, per Telefon, ich habe mit vielen Leuten telefoniert, werden in dem Vortrag dann eigentlich schon erledigt sein, und zum Ende könnt ihr dann aber wirklich noch Fragen stellen, wenn dann noch welche sind. Auch irgendwie Hinweise, dass er sagt: Mensch, die und die Funktionen hätte ich gerne noch dazu, sind natürlich willkommen. Also wenn ihr da Ideen habt, wenn das dann einfach umzusetzen ist, dann werden wir das natürlich gerne tun. Also wie gesagt, aber probiert sie erstmal aus, die App. Ja, dann komme ich eigentlich schon zu unseren Gästen heute, dem Alexander Thummes und dem Marc Mertens von Dronik. Ihr habt das ja mitbekommen, wir haben ja schon vor 2 Jahren, war das, glaube ich, eine Kooperation mit Dronik geschlossen, wo es genau darum ging, den Modellflug eigentlich erstmal sichtbar zu machen, und den Modellflug halt über das UAS Traffic Management System halt sozusagen sichtbar zu machen und den anderen Luftverkehrsteilnehmern darzustellen: Passt auf, hier findet Modellflug statt. Ja, Alex, dann würde ich dir jetzt das Wort geben. Vielen Dank, Thorsten, und vielen Dank an euch, dass wir heute auch Teil eures Webinars mit sind und geben auch mal der Dronik ein Gesicht. Deshalb jetzt der Marc auch noch neben mir. Das heißt, diejenigen von euch, die irgendwann mal vielleicht technische Schwierigkeiten hoffentlich nicht haben. Aber wenn ihr mal mit Berührung mit Marc in Berührung kommt, dann wisst ihr, das ist Marc, so sieht er aus. Der kümmert sich mit Thorsten sehr stark, dass die App auch läuft, weiterentwickelt wird und ist mein Bindeglied im Prinzip in der Entwicklung. Ich glaube, dann kann ich dich auch entlassen, hast du ihm heute einen Namen gegeben und deinem Gesicht gegeben. Dann gehe ich nämlich auf die nächsten Sachen ein. Und wenn du auf die nächste Folie springst, dann seht ihr 40 Jahre. Also links habe ich irgendwann mal, Weihnachtszeit steht ja kurz davor, da war ich 6, 7 Jahre vielleicht alt. Man sieht, ich bin einer von euch. Das betrifft nicht nur mich in der Dronex, sondern viele andere. Wir sind alleine 4 Modellflieger, die aktiv Modellflug machen. Ich bin zwar primär bemannt fliegend, aber in Corona-Zeiten habe ich mal wieder angefangen, Modellflug zu machen. Meine Frau hat gesagt, Modellflugzeuge werden immer größer. Ich so, ja, so ist das. Also das soll das widerspiegeln, dass die Idee, die eigentlich aus der App heraus entstanden ist, aus eigenem Antrieb entstanden ist. Nicht nur, weil ich bemannt fliege ganz viel, also Segelflug, Motorflug. Ich bin auch Berufspilot. Und ich arbeite in der Dronik und irgendwann gesagt habe, ich möchte keine weiteren Einschränkungen für das, was ich im Modellflug mache, erleben. Und daraufhin ist eigentlich die Idee entstanden. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es mal gekommen ist, dass wir den Hans und den
Uli getroffen haben, dann haben wir es vorgetragen und haben zusammen aus einer Idee ein tatsächliches Produkt gebaut, was wir jetzt gelauncht haben. Das also sollte ein bisschen über mich was sein. Wenn du die nächste Folie nimmst, gibt es eigentlich die Punkte, über die ich jetzt teilweise zusammenhängend, das eine lässt das andere nicht ausschließen, erzähle ich euch auch was ein bisschen. Also was ist UTM-ATM-Integration, was ist diese Electronic Conspicuity, iConspicuity, was sagt mein Mitarbeiter immer, auch Modellflieger, unaussprechlich, aber ausgesprochen gut, was der EASA nämlich vorhat. Was ist das Thema Use Space, geografische Gebiete und was machen wir eigentlich mit euren Daten? Da möchte ich die nächsten 5 Minuten ein bisschen euch abholen zu. Ja, macht nochmal zurück. Da erzähle ich jetzt nochmal ein bisschen was zu. Also für die, die das Thema noch nicht UTM gehört haben, also das ist im Prinzip das Verkehrsmanagement für die Drohnen, die also nicht Modellflug betreiben, so Hobby- und Freizeitgestaltung, wie ihr das ja hier tut, sondern die tatsächlich primär gewerblich fliegen, insbesondere für den Betrieb von Drohnen außerhalb der Sichtweite, beyond visual line of sight, dann ihren Drohnenbetrieb betreiben, müssen also ein System nutzen, um andere Luftverkehrsteilnehmer, primär Bemann, zum aktuellen Stand, da werden auch immer bei Betriebsgenehmigungen gefragt, wie weit habt ihr denn Modellflug berücksichtigt, dass dort ein Modellfluggelände ist. Also denken auch die Behörden, die Betriebserlaubnisse ausstellen, schon mit an euch, dass dort auch eventuell Modellflug stattfinden kann. Auf der anderen Seite, mit dem Schrägstrich steht die ATM-Welt, das ist also die Welt der bemannten Luftfahrt, das Air-Traffic-Management-System, was also die Flugsicherung nutzt, um den bemannten, insbesondere IFA-Verkehr auf Verkehrsflughäfen zu managen. Die beiden Welten, deshalb ist auch ein Strich dazwischen, auch noch eine große Herausforderung für die Zukunft, sind im Moment zwei komplette getrennte Welten. Wir sehen zwar den bemannten Verkehr, der in der ATM-Welt sichtbar ist, in der Flugsicherung, also alle Airbusse, die von Lufthansa hier auf Frankfurt anfliegen, können wir sehen. Aber die Fluglotsen sehen aktuell noch nicht die unbemannte Fliegerei. Das ändert sich. Das hat die EASA sich überlegt und hat gesagt, naja, wir haben immer mehr Luftverkehrsteilnehmer. Die Drohnen drängen einfach hervor. Und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass sich zukünftig alle Luftverkehrsteilnehmer, wirklich alle Luftverkehrsteilnehmer, irgendwie elektronisch sichtbar machen. Das läuft unter iConspicuity. Wer SERA schon mal gehört hat, das ausgesprochen sind das die Standardized European Rules of the Air, also die europäischen Luftverkehrsregeln. Dort steht 6005, das erwähnt, dass für den U-Space alle Luftfahrzeuge elektronisch sichtbar sein müssen. Und wir untersuchen gerade, haben wir auch ein Projekt, was wir bei der EASA mitleiten und untersuchen gerade, wie interoperabel sind die verschiedenen Systeme, die im Markt sind. Darunter fällt, wer das schon mal gehört hat, FLAM, ADS-B, und alles, das fällt alles darunter. Und wir haben dort auch schon die DMFV-App mit angeführt und haben gesagt, guck mal, wir haben ein System entwickelt, gemeinsam mit dem größten Modellflugverband in Europa. Wir möchten nicht, dass jedes Modellflugzeug mit einem Gerät ausgestattet wird in Zukunft, sondern wir haben das Gerät quasi in unserer Hosentasche, nämlich ein Smartphone, wo wir einen virtuellen Zylinder mit hochziehen können und können die Daten genauso in dem standardisierten Format bereitstellen. Das ist im Moment, was die EASA, die hat das gar nicht im Kopf gehabt, die sagen, ey, das ist echt eine gute Lösung. Also ground-based, also bodenbasierte Systeme zu haben und die dann interoperabel mit anderen Systemen zusammenarbeiten. Da steht also hinter iConspicuity. Ihr merkt also, es gibt immer mehr die Richtung, dass alle Luftverkehrsteilnehmer sichtbar werden. Achtung, auch hier bei der EASA, es wird keine Ausrüstungsverpflichtung geben, dass der ganze bemannte Verkehr sichtbar wird, sondern dass das freiwillig ist, auch dass dort mit diesen, jetzt kommen wir wieder auf Daten, dass die Daten, die dort dann bereitgestellt werden, nicht dazu führen, ich mache eine Luftraumverletzung und automatisch mit dieser Luftraumverletzung zum Beispiel ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. Also es soll wirklich allein nur dazu genutzt werden, damit es keine Zusammenstöße zwischen bemannter und unbemannter Luftfahrt geben kann. Und dann habe ich es angedeutet, primär wird das iConspicuity Konzept dazu genutzt, um den sogenannten U-Space, also den Luftraum, der primär dafür gedacht ist, wo eine hohe Dichte von unbemanntem Luftverkehr stattfindet. Das kann in Städten sein, wird primär wohl da stattfinden und U-Spaces geben, wo es eine hohe Dichte von Flügen gibt, also innerstädtisch, wo wir vermutlich mit Modellflug relativ wenig zu tun haben. Mein Bauchgefühl, das ist nur meine rein persönliche Meinung, ist, dass wir U-Spaces nicht da haben werden, wo klassisch unsere Modellflugplätze sind zum Stand heute. Und dann warten wir mal ab, wann der erste U-Space überhaupt in Deutschland eröffnet wird. Dann werden wir immer gefragt,
Was ist denn das Thema mit den geografischen Gebieten? Wird Thorsten gleich sicherlich noch eingehen auf die DPUL, auf die digitale Plattform unbemannte Luftfahrt des Verkehrsministeriums. Aktuell sind wir aus lizenzrechtlichen Gründen nicht in der Lage, dass wir die ganzen Rohdaten einarbeiten. Deshalb habt ihr in der App die Möglichkeit, zwischen zwei Ansichten zu wechseln, also zwischen der Ansicht der Modellflugplätze und der entsprechenden Aktivität und Anzeige von Wetter. Und wir können auf die DPUL wechseln. Wir hoffen in Zukunft, dass wir die Daten, das sieht auch die EU-Verordnung, Drohnenverordnung vor, diese Daten als Rohdaten bekommen, sodass wir auch noch besser dagegen auswerten können. Und zwar auch dann zum Beispiel gegen die Belange des Modellflugs, nämlich wir haben keine Höhenbeschränkung bei 120 Meter. Wir können bis an den kontrollierten Luftraum fliegen, dass wir solche Sachen mit einarbeiten können. Also da wünschen wir und arbeiten wir auch dafür, also beide Parteien, das ist Dronic und auch ihr als DMRV arbeiten dafür, dass wir diese Daten hoffentlich nächstes Jahr bekommen. Aber da hängen Lizenzdaten dahinter, das sind BKG-Daten und sowas, die einfach auch Lizenzmodelle haben, die die Bundesrepublik Deutschland zieht, aber im Moment noch nicht so verteilen darf. Da bleibt also ein bisschen spannendes Jahr 2024, was da auf uns zukommt. Dann stellt sich immer wieder die Frage, nämlich, was machen wir mit den Daten? Diese App ist für euch oder für den DMRV und für euch dann gebaut worden. Das ist das primäre Ziel. Wir werden diese Daten nicht nutzen, um damit irgendwelche Statistiken zu fahren, dass ihr Werbung von uns bekommt. Deshalb heißt sie auch DMRV-App und nicht Dronic-App. Das ist also was ganz Wichtiges, was wir erstmal haben. Ihr habt einen Datenschützer, der uns auch mit drauf guckt, was machen wir mit den Daten. Aber was wir mit den Daten tun, und das ist im Prinzip das Ziel, was auch dahinter steht, dass wir den Modellflug sichtbar machen. Das hat Thorsten gerade auch schon einleitend euch gesagt. Das heißt, wir wollen, dass wir zukünftig auch diese Daten nämlich im UTM anzeigen und sichtbar machen. Das heißt, diejenigen, die gewerblich Drohne fliegen, vielleicht auch zukünftig in der ATM-Welt, da haben wir auch ein paar Ideen im Kopf, dass wir also da sagen, wo jemand fliegt und aktiv etwas tut, im Thema Icon Security sichtbar zu machen. Und mehr wollen wir mit euren Daten gar nicht machen. Also wenn da Angst ist, dass wir diese Daten was anderes mitmachen, das ist falsch. Und ich denke, da sind wir auch im Austausch. Und das sollte das Ziel sein, auch von uns, nämlich, dass wir alle irgendwo uns sichtbar machen. Wir wollen keinen Zusammenstoß haben und damit Einschränkungen haben im Luftverkehr. Wenn du mal die nächste Seite zeigst, das soll so ein bisschen widerspiegeln. Ihr seht links diejenigen, die von euch schon die App installiert haben, seht ihr links die App in der Anzeige, dass ihr noch nirgendwo fliegt. Und auf der rechten App-Seite seht ihr im Prinzip, dass der Mark bei sich zu Hause, jetzt weiß jeder, wo du wohnst, Mark, das ist auch gut, ne? Kann man schon mal das enge einkreisen. Seht ihr also, wenn ein Modellfluggelände aktiviert worden ist, dass es grün wird, dann ist das eure Ansicht, die ihr habt. Und auf der rechten Seite seht ihr im Prinzip die Ansicht, sieht man, wer gewerblich Drohne fliegt, fliegt nicht ganz so schön die Seiten-App, wie wir sie für euch gebaut haben. Aber seht ihr, da haben wir automatisch einen virtuellen Zylinder hochgezogen. Das heißt, das ist die Ansicht, die wir sehr einfach darstellen im UTM, wenn dort jemand Drohne fliegt und würde da einen Streckenflug machen zum Transport, weiß ich nicht, von Medizingütern, dann würde er eine Meldung bekommen, Achtung, du fliegst gerade in ein Luftraumelement ein, wo aktiv Modellflug stattfindet. Und dann würdest du in deinem Betriebskonzept, was du hast, sagen, ich fliege dort nicht einfach durch, sondern würde eine kleine Umweg fliegen und würde den Flugverkehr oder den nicht die Gefahr auslösen, dass er mit euch dann irgendwie im Modellflug kollidiert. Das sind diese Sachen, die wir alle aktuell umsetzen. Heißt, das ist das, was wir auch der EASA vorstellen für das Thema Icon Security. Weiß gar nicht, was ich noch habe. Ne? Ich glaube, eine Folie habe ich noch. Und wir haben uns Ziele, das Foto ist ja schon tatsächlich 2 Jahre, Thorsten, alt, als wir uns hier bei super tollem Segelflugwetter mit schönen Kumulanten am Himmel getroffen haben, wo wir hätten viel lieber Modellflug gemacht und da haben wir uns Ziele aufgeschrieben. Und hinter der stehen wir als Dronic und deshalb auch in meiner Person mit Gesicht. Ich zeige mich auch, was sind die Ziele, die wir in der Kooperation haben. Wir wollen alle eine sichere Integration aller Luftverkehrsterminals in den Luftraum haben. Insbesondere natürlich Luftraum Golf. Also wer sich damit auskennt, das ist der unkontrollierte Luftraum, wo primär ja auch der Modellflug bis auf einige wenige Ausnahmen von Modellflugplätzen, die in Kontrollzonen liegen, findet im Luftraum Golf statt. Das habe ich eingangs schon gesagt. Wir wollen keine weiteren nationalen Einschränkungen haben. Wir haben schon viel zu viele Einschränkungen für geografische Gebiete. Die Bundesrepublik Deutschland mit über 100.000 aktiven geografischen Gebieten. Also ihr kennt das, geografische Gebiete, Bundesfernstraße, Bundeswasserstraße, Naturschutzgebiete. Alles, was dazugehört, da haben wir schon viel zu viele von und wir brauchen nicht noch mehr Einschränkungen. Das ist die Idee von uns, mit euch das gemeinsam auch durchzusetzen.
Wir wollen, und das war der Ansatz von mir persönlich, als ich euch vorhin gezeigt habe, 40 Jahre Modellflug, ich möchte weiterhin auch über 120 Meter mit meinem Segelflugzeug fliegen dürfen, ohne eine kostenintensive oder verpflichtende Zusatzausrüstung. Das wollen wir mit einem Smartphone aus der Hosentasche realisieren. Und wir haben den Beweis schon heute geliefert, als wir es auch der EASA vorgestellt haben, haben wir damit offene Türen eingelaufen, dass das ein Thema für Icon Security ist. Wir wollen uns regelmäßig austauschen, auch hinsichtlich der Regulierung. Wir haben nicht nur die App entwickelt. Ihr habt gesehen, dass Hans auch an vielen Webinaren den DMRV im Modellflug vertreten hat. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, wenn zwei große Partner im Markt sich auch austauschen, dann können wir Lösungen erarbeiten und die schon vorstellen, denn die Behörden wollen Lösungen sehen und nicht die Probleme sich von beiden Parteien anhören. Und das hat auch die letzten fast 2 Jahre ganz gut geklappt, dass wir uns auch immer wieder austauschen auf verschiedensten Ebenen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und die App ist das, was wir gemeinsam wirklich in vielen, vielen Sitzungen, also insbesondere, wenn ich hier nach links gucke und den Thorsten angucke, ihr seid die beiden, die diese App mit maßgeblich mit aufgebaut haben. Also das haben wir auch geschafft, weil wir uns zusammengesetzt haben. Das heißt, wir wollen auch die Stärken unserer beiden Parteien nämlich auch stärken. Ihr als DMRV macht Modellflug im Verband und ihr fliegt nicht ein UAS in der Open-Kategorie oder Specific-Kategorie. Und das ist das Tolle dabei und das wollen wir aufrechterhalten, nämlich wie oben geschrieben, ohne weiteren Einschränkungen. Ja, wir als Dronic sind auf der anderen Seite diejenigen, die das gewerbliche, kommerzielle Fliegen von Drohnen auch ermöglichen wollen. Ich möchte und freue mich in Zukunft, dass hoffentlich weiterhin wir so unfallfrei fliegen, wie es nämlich heute geht, und das Ganze ein super Miteinander ist. Das ist unser Ziel und ich glaube, dass wir mit der App eine super Grundlage geschaffen haben und persönlich freue ich mich, dass wir eine App geschaffen haben, die gut aussieht, die viele angenommen haben schon von euch und das ist ja der Start des Ganzen. Ich glaube, an Ideen hat uns nicht gemangelt bei der Entwicklung. Hängt davon ab, wie gut nutzt ihr die App? Ich komme tatsächlich aus der IT auch und meine Idee war weg mit dem Papier. Ich möchte kein Papier mehr ausfüllen. Marc hat dieses Wort Gamification so ein bisschen mitgebracht und ich glaube, wir haben für den Start schon mit guten Features gearbeitet. Wir haben sogar rechtliche Anforderungen für die Modellflieger unter euch, die, glaube ich, Torsten war das Bayern, glaube ich, ne, die neue Regeln eingeführt haben. Ja. Die haben wir auch noch hundertprozentig mit umgesetzt. Also das Ziel war wirklich, alles in der Hosentasche im Smartphone zu haben. Was das Thema auch geht, wer von euch schon mal ein Audit bekommen hat durch eine überregionale Luftaufsicht, alles das sicher für euch zu gestalten. Und im Hintergrund nutzen wir im Prinzip eure Daten, wo ihr seid und fliegt nur dafür, um Drohnenpiloten, die gewerblich fliegen und mit euch nicht kollidieren wollen und auch sicher fliegen wollen. Das ist die Idee, die hinter dieser App erstmal steht. Und dann hoffe ich, dass wir noch die App auch genutzt wird im nächsten Jahr, wenn es ein bisschen wärmer wird und wir wieder anfangen, wirklich viel zu fliegen und wir die Möglichkeit haben, noch ein bisschen neue Features einzubauen. Also wie gesagt, an Ideen reicht es bei uns. Die Liste ist länger, als vermutlich die Zeit der Entwicklung reicht. Das sollte es von mir erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen Einblick geben konnte, der Dronic, wir beide, Marc und ich, ein Gesicht geben konnten. Wir freuen uns darauf, dass wir gestartet sind, erfolgreich. Das zeigen die Zahlen. Und freue ich mich jetzt, wenn dann Thorsten euch die Insights nochmal gibt, wie die App wirklich mal von uns und von dir und Marc und von uns allen Beteiligten mitgebaut worden ist, mit vielen Testings, mit vielen E-Mails bis spät in die Nacht, damit wir euch was liefern, das sicherlich einmalig in Europa ist. Wir haben es schon eurem europäischen Verband schon vorgestellt. Auch da stößt man auf großes Interesse. Also ich glaube, dass ihr als DMRV, ihr als Mitglieder die Möglichkeit habt, mit uns mit gemeinsam etwas zu bauen, was europäischer Standard werden kann. Und das ist, muss man sagen, ohne dass eine Behörde uns über uns drüber geguckt hat, haben wir einfach mal gesagt, wir setzen jetzt was gemeinsam um. Und das ist auch, glaube ich, ein Novum. Ja, vielen Dank, Alexander. Ne? Vielen Dank, Alexander. Vielen Dank, Marc, für die Zusammenarbeit. Und die ist ja noch nicht zu Ende. Alexander hat es ja schon gesagt, wir entwickeln die App natürlich ständig weiter. Es werden auch immer wieder mal ein paar kleinere Fehler auftreten. Aber wir haben das bisher ganz gut gemeistert und wir sind eigentlich überzeugt davon, dass das wirklich ein gutes Ding sein wird. Und wenn ihr dann alle noch mitspielt und das wirklich auch nutzt, dann ist es wirklich eine tolle Geschichte. Ja. Vielen Dank. Wunderbar. Ansonsten, ihr wisst es, wir gehen noch ein bisschen Weihnachtsfeier machen. Das ist heute aber extra noch mit dazugekommen. Und wenn was ist, ruft ihr mich kurz an, dann komme ich noch mit dazu, wenn es euch unter den Nägeln brennt. Alles klar. Vielen Dank, Alexander. Vielleicht bis später. Ansonsten noch viel Erfolg auf dem Webinar. Ja, danke. Ja, auch von meiner Seite. Nochmal kurzer Hinweis, weil es kommen jetzt schon immer mehr Fragen rein. Nochmal die Bitte, wartet erst den Vortrag ab,
Stellt dann eure Fragen, weil sie sich dann vielleicht schon erledigt haben. Ich tue die nochmal zur Seite, die Fragen. Aber Thorsten wird die meisten Fragen schon mit seinem Vortrag beantworten. Danke. Genau, zumindest viele, nicht alle, aber die meisten hoffe ich schon. Ja, gut. Dann stelle ich euch die App mal vor. Also ich hatte schon gesagt, worum geht es eigentlich grundsätzlich in der App? Informationen und Nachweise. Also wie ihr euch informieren könnt und wie ihr eure Nachweise digital vorhalten könnt. Als Beispiel hier zum Beispiel Erkenntnisnachweis, Scheinversteuerer, Schallpegelmessung und zum Beispiel dann auch das Flugbuch, was ja von euch als sehr wichtig erachtet wurde. Und DeepPool spielt natürlich als Informationsquelle auch eine wichtige Rolle. So, anfangen tue ich erstmal mit dem Backend. Die Vereinsansprechpartner müssen sich ja im Backend registrieren, um im Prinzip die Modellflugblende dort anzumelden. Hier nochmal der Hinweis, das stand auch schon in der E-Mail drin, die von der Geschäftsstelle gekommen ist, wer sich in der App schon registriert hat und sich mit dem Account dann auch in das Vereinsbackend einwählen möchte, der muss sich dann erstmal bei uns melden, weil den muss man per Hand zufügen, weil dieser Sicherheitstoken aus dem Geländeregistrierungsportal eben in dem Fall nicht funktioniert. Alle anderen, die sich in der App noch nicht registriert haben oder die vielleicht eine neue E-Mail-Adresse einfach nehmen, die können sich mit dieser E-Mail-Adresse dann im Backend halt auch dann anmelden, mithilfe dieses Tokens. Und zwar sieht das Anmeldeformular dann so aus. Man trägt sich da einfach ein mit dem Namen, mit der E-Mail-Adresse, dann diesen Sicherheitstoken, den erhaltet ihr im Geländeregistrierungsportal. Also ihr müsst euch ins Mitgliedsportal des DMFV einloggen und dann unter der Geländeregistrierung, also da, wo ihr das Gelände angelegt habt, dort wird dieser Sicherheitstoken dann angezeigt. Und ganz wichtig auch, ihr müsst eine Mitgliedsnummer angeben, damit halt die App auch erkennt, zu welchem Verein ihr gehört. Ich habe hier als Beispiel mal zwei Fehler eingegeben. Also der Token ist natürlich unbekannt und unten die Mitgliedsnummer. Das ist zwar eine richtige Mitgliedsnummer, die richtige Form, aber es hat, die Erklärung steht schon drunter. Die muss halt ohne diese Slash, ohne diese Querstriche eingegeben werden. Einfach nur die 10 Nummern und dann passt das eigentlich auch schon. Wie gesagt, wer bei der Registrierung Probleme hat, der kann sich melden. Den helfen wir dann natürlich weiter. Wenn das mit der Registrierung im Backend funktioniert hat, dann müsst ihr euch natürlich im Backend noch einloggen. Der Link dazu lautet dann flydmv.de Backend Login. Der Login-Bereich sieht so aus. Hinweis, Benutzername ist nicht der Name, unter dem ihr euch angemeldet habt, sondern die E-Mail-Adresse. Das ist ja in den meisten Apps so, dass man als Benutzername dann die E-Mail-Adresse hat. Ja, das war auch so eine Frage, die mehrfach an mich gestellt wurde. Und damit ist sie dann auch beantwortet. So, ja, wie sieht das Backend eigentlich aus? Viele von euch sehen es ja schon. Die, die sich jetzt noch nicht registriert haben, können sich jetzt erstmal wirklich damit vertraut machen. Also das ist im Prinzip die Startseite. Im linken Bereich seht ihr diese Reiter dort mit Dashboard, Vereine, Fluggelände und so weiter. Damit navigiert man im Prinzip. Die Startseite ist das Dashboard. Das ist so für zukünftige Entwicklung gedacht. Vorstellbar zum Beispiel, dass man dort einen Schnelleinstieg in neuen Einstellungen, die man immer wieder mal verändern muss, dass man da so ein Icon hinpackt, dass man sich nicht in das Untermenü begeben muss, sondern direkt dorthin kommt. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, was irgendwann mal in der App dort erscheint. Dann der nächste Reiter ist der Reiter Vereine. Dort steht euer Verein. Also der MSC Krauschwitz ist mein eigener Heimatverein. Ich werde euch im Prinzip das Backend von meinem Verein zeigen. Unsere Vereinsnummer ist die 20007. Die steht dann halt dort auch drin. Und warum werden eigentlich Vereine angezeigt? Weil ihr sagt, na, Moment mal, ich habe mich als Verein angemeldet. Ja, wieso können dann mehrere Vereine da stehen? Ja, tatsächlich, es können dort auch mehrere Vereine stehen. Es kann ja sein, dass zum Beispiel jemand von euch auch bei einem anderen Verein Mitglied ist und auch dort die Kontaktperson zum DMV ist oder halt auch dort so ein bisschen IT-affin ist und den anderen Verein unterstützt. Der könnte dann theoretisch auch den anderen Verein dort betreuen und dann stehen dann hier halt zwei Vereine drin. Gibt es nochmal ein Untermenü unter den drei Punkten. Und da kommen wir dann schon zu den Einstellungen. Und zwar, um den QR-Code wirklich erstellen zu können, muss man hier eingeben, wer darf denn eigentlich einen QR-Code erstellen? Dürfen das alle Mitglieder im Verein machen oder dürfen das halt nur die Verantwortlichen machen? Und die Verantwortlichen, die kann man dann hier aus diesem Vorwahlmenü auswählen. Und zwar erscheinen dort aber nur die Leute, die sich tatsächlich in der App schon registriert haben. Also die App weiß natürlich nicht, wenn ihr jetzt so 30 Mitglieder habt, wer die alle sind. Nur es erscheinen dann nicht die 30 Mitglieder, sondern tatsächlich nur die, die die App auf dem Handy schon installiert haben und sich mit ihrer Vereinsnummer ganz wichtig auch registriert haben. Erzähle ich aber später noch ein bisschen was dazu.
Der nächste Reiter, da geht es um Fluggelände. Genau das gleiche Thema. Es gibt Vereine, die haben mehrere Fluggelände, gerade Hangfluggelände zum Beispiel. Gibt es Vereine, die haben bis zu 4 Modellfluggelände bei uns gemeldet. Und die erscheinen dort dort alle. Und bei diesen Geländen kann man halt die Dokumente verwalten oder die Dokumente ändern. Dokumente verwalten bedeutet, dass ich einfach nur eine Flugordnung hochladen kann. Dazu ladet ihr einfach eine Datei hoch, eine PDF. Das muss allerdings eine einzelne Datei sein. Also wenn ihr mehrere PDFs habt, dann fügt die bitte vorher mit dem Programm zusammen, dass ihr wirklich bloß eine einzelne PDF habt. JPEG steht dort zwar auch noch, aber es ist ein bisschen ungünstig, weil das vollkommen nicht funktionieren würde. Aber das sind so Entwicklungssachen, wo wir uns tatsächlich nochmal Gedanken machen müssen, ob dann irgendwas verbessert werden kann. Unten steht schon der Hinweis, warum eigentlich wird die Flugordnung hochgeladen? Ja, weil die halt automatisch mit einer Genehmigung, die halt über die App beantragt wird, wenn jemand ein Gastflugrecht beantragt, wird die halt an den per Mail verschickt, nach dem Motto, ja, du darfst bei uns fliegen und hier kannst du schon mal in die Flugordnung gucken, zum Beispiel. Wir dürfen keine Verbrenner fliegen, dann weiß der eben gleich, ah, alles klar, meine Verbrenner kann ich zu Hause lassen. Auf dem Gelände dürfen halt bloß nur Flieger mit Elektroantrieb betrieben werden oder wie auch immer. Dafür ist das da. Dann gibt es noch die Einstellung, das Fluggelände bearbeiten. Da gibt es die sogenannten FAQ. Dort könnt ihr einfach einen Text reinschreiben. Bei meinem Gelände oder bei unserem Gelände, von meinem Verein steht da zum Beispiel, willkommen auf unserem Gelände und viel Spaß beim Fliegen. Ihr könntet dort zum Beispiel auch reinschreiben, ja, hallo, denkt bitte dran, euch bei dem Flugleiter zu melden oder denkt bitte dran, euch an die Flugordnung zu halten oder willkommen auf unserem Modellfluggelände oder viel Spaß beim Flugplatzfest, wenn ihr mal eine Veranstaltung habt oder irgendwie sowas. Da könnt ihr einen Freitext reinschreiben, wie ihr wollt. Dann müsst ihr in diesem Feld eingeben, ab wie viel Piloten ein Flugleiter einzusetzen ist. Das kann die App natürlich nicht wissen. Das heißt, ihr müsst in eure Aufstiegsgenehmigung gucken und dort steht dann meistens drin, ja, ab dem 4. Pilot oder ab dem 3. Pilot, wie auch immer, ist ein Flugleiter einzusetzen und diese Zahl schreibt ihr dort einfach rein. Wenn es gar keine Flugleiterregelung bei euch gibt, dann schreibt ihr dort halt eine 0 rein und lasst das Feld einfach frei. Dann wird halt dann kein Flugleiter aufgerufen. Dann müsst ihr in der App natürlich noch einstellen, ja, wer darf denn eigentlich Flugleiter sein? No, also es gibt ja in manchen Vereinen die Regelung, es dürfen wirklich nur eingewiesene Leute Flugleiter werden. Das ist ja auch vernünftig so. Und in diesem Feld könnt ihr dann wirklich aus den Mitgliedern die aussuchen, die tatsächlich später mal Flugleiter werden können. Da zeige ich dann auch später noch, wie das bei denen in der App selber aussieht. Ja, dann sind wir schon beim nächsten Reiter. Das ist der Reiter Mitglieder. Hier erscheinen tatsächlich alle Mitglieder des Vereins. Ich hatte es schon gesagt, die sich halt schon registriert haben. Ganz wichtig, mit der richtigen Mitgliedsnummer und mit der richtigen Vereinsnummer. In diesem Bereich können die Mitglieder nochmal bearbeitet werden. Dann kann zum Beispiel noch eingestellt werden, in welchem Verein er außerdem noch Mitglied ist. Das kann man also auch für einen benachbarten Verein mitmachen, dass man sagt, okay, der ist auch in dem Verein Mitglied. Und man kann zum Beispiel auch den Namen verändern, falls der einen Schreibfehler drin hat oder irgendwie sowas. Das wirkt sich dann aber auch auf die App aus. Dann kann man über den Reiter Mitglieder natürlich auch Mitglieder hinzufügen. Aber ganz wichtig, dieses Feld ist eigentlich nur für die Piloten gedacht, die wirklich keine DMFV-Mitgliedsnummer haben. Die werden über dieses Feld eingegeben, in dem einfach dort eine E-Mail-Adresse eingegeben wird. Also das Mitglied nennt euch einfach die E-Mail-Adresse, unter der er in der FlyDMFV-App sich registriert hat. Und dann erscheint er als Mitglied in diesem Verein. Ich habe es geschrieben dort mit Eingabe der E-Mail-Adresse, mit welcher sich der Pilot in der App angemeldet hat, wird derjenige auch ohne eine DMFV-Mitgliedsnummer automatisch als Vereinsmitglied bei euch im Verein gekennzeichnet. Kommen wir schon zum nächsten Reiter auf der linken Seite, und zwar die Mitgliedsanfragen. Hier erscheinen alle Anfragen über die App. Wenn jetzt ein Mitglied sagt, Moment mal, ich bin Mitglied in dem Verein, aber die App weiß das noch nicht und kann dann im Prinzip über die App eine Mitgliedschaft beantragen, zeige ich dann später noch, wie das geht. Diese Nachricht geht im Prinzip in das Backend und ihr bekommt dann eine Nachricht per Mail, dass sich dort jemand angemeldet hat und ihr könnt dann halt entscheiden, ja, das ist ein Mitglied von uns oder nein, das ist kein Mitglied von uns. So, dann kommen wir schon zu den Gastfluganfragen.
Das ist natürlich wieder was anderes. Also eine Mitgliedsanfrage ist tatsächlich eine Anfrage von einem Vereinsmitglied, was bei euch Mitglied ist, aber eben keine DMV-Mitgliedsnummer hat zum Beispiel. Oder Mitglieder halt, die über eine andere Versicherung versichert sind bei euch. Und Gästeflug-Anfragen sind halt die, wenn jetzt zum Beispiel aus einem benachbarten Verein oder von irgendwo Deutschland jemand kommt und sagt, Mensch, ich möchte bei euch auf dem Gelände fliegen. Diese schriftlichen Anfragen werden dann hier im Backend bearbeitet. Ihr habt dort drei Beispiele zum Beispiel, wo schon mal so eine Gastfluganfrage gestellt wurde. Die werden auch gespeichert. Ihr könnt die dann jederzeit einsehen. Da steht dann, ja, wer hat die eigentlich beantragt, mit welcher Mitgliedsnummer und auch von wann bis wann eigentlich dieses Gastflugrecht gültig war. Es kann zum Beispiel auch sein, dass er das Gastflugrecht 2 Tage bekommen hat. Da erkläre ich euch dann auch gleich, wie das Ganze funktioniert. Ja, dann komme ich schon zur App selbst. Die Oberfläche der App ist sozusagen die Startseite. Oben links ja, gibt es eine Wetteranzeige. Also ihr könnt in dieser Karte dort hin und her scrollen und ihr könnt dort an Orte gehen in ganz Deutschland und dann wird euch tatsächlich das Wetter an diesem Ort angezeigt. Also das ist nicht das Wetter bei euch, sondern das ist Wetter an dem Ort, welcher dort in der App gezeigt wird. Der zweite Button steht halt für einen DMV-Verein und wenn man dieses Symbol halt antippt, dann erhält man nähere Infos über den Verein und kann sich halt auch über diesen Button dann anmelden. Das sieht dann so aus. Und zwar geht dann dieses Fenster auf und dieses Fenster sieht anders aus bei Gastfliegern und bei Vereinsmitgliedern. Links seht ihr die Ansicht von Vereinsmitgliedern, rechts ist die Ansicht von Gastfliegern. Ihr seht schon, auf der linken Seite steht viel mehr. Ja, natürlich, klar, weil ein Gastflieger zum Beispiel das Modellfluggelände nicht deaktivieren kann und er kann auch nicht einfach so die Flugordnung bei euch einsehen. Das kann er wirklich erst, wenn er das Gastflugrecht beantragt hat. Deswegen sind die Ansichten unterschiedlich. Dann seht ihr noch anhand dieser Anzeige, ob zum Beispiel das Modellfluggelände aktiv ist und wie viele Piloten draußen auf dem Flugplatz sind. Dann steht da eine Zahl, momentan steht da natürlich nein, aber Flugleiter ist halt nicht aktiv und ist auch kein Pilot dort auf dem Platz, aber wenn da mal irgendjemand drauf ist, dann erscheinen dort halt die Zahlen. Wie gesagt, das Modellfluggelände ist nicht aktiv, das ist die einzigste Information, die halt bei der Ansicht von einem Gastflieger erscheint. Mehr Informationen erhält er eigentlich erstmal über das Modellfluggelände selbst nicht oder über den Status des Modellfluggeländes. Ja, die Ansicht für Vereinsmitglieder. Ganz oben steht die Flugordnung. Ja, ganz einfach, wenn man da drauf tippt, wird einem die Flugordnung des Vereins angezeigt, so sie denn im Backend halt hochgeladen ist. Und man hat die Möglichkeit, diese Flugordnung auch bei sich auf dem Handy zu speichern oder zum Beispiel per E-Mail an irgendjemand weiterzuleiten. Der zweite Balken, da geht es um den QR-Code erzeugen. Ich hatte das ja vorhin gezeigt. Wenn ihr die Berechtigung habt als Mitglied oder halt als Verantwortlicher, je nachdem, dann erscheint das Feld QR-Code erzeugen. Wenn ihr dort drauf tippt, geht dieses Feld auf. Und in diesem Feld könnt ihr im Prinzip das Start- und das Enddatum dieses Gastflugrechts einstellen. Das heißt, wenn jetzt jemand dort vor Ort zu euch kommt und will dort fliegen, und sagt er, ich bleibe aber über Nacht, ich will morgen dann umfliegen, dann könnt ihr die Gültigkeit bis nächsten Tag einstellen und dann wird ein QR-Code erzeugt, der sieht dann so aus und mit diesem QR-Code kann sich derjenige dann sozusagen als Gastflieger anmelden und kann die beiden Tage bei euch auf dem Modellfluggelände fliegen. Der nächste Button ist das Logbuch. Das ist das Flugbuch, was für euch ja ziemlich wichtig war. Ich habe euch da schon mal einen kleinen Ausschnitt draus gezeigt. Also das sind so verschiedene ja, Icons, die dort darstellen, was ist eigentlich passiert. Zum Beispiel Flugleiterfunktion, Modellfluggelände öffnen oder schließen, aktivieren oder deaktivieren heißt das. Oder die Rolle eines Flugleiters übernehmen, wie auch immer. Und oben rechts kann man über diesen Button das Flugbuch exportieren. Und zwar kann man eingeben, von wann bis wann. Weil ich denke mal, im Laufe des Jahres sammeln sich dort jede Menge Einträge an. Denn jedes Mal, wenn man in der App irgendwie auf hier fliegen klickt oder auf landen oder was auch immer, wird ein Eintrag erzeugt. Und damit eben die Liste beim Export nicht ganz so lang ist, könnt ihr eben sagen, ich will das halt bloß in der Woche vom so und so vielten bis so und so vielten exportiert haben. Und dann stellt ihr das an dieser Stelle ein und drückt auf Export starten. Und dann erhaltet ihr eine PDF mit den Daten genau von diesem Zeitraum, den ihr dort ausgewählt habt.
Dort stehen im Prinzip die Sachen drin, die wichtig sind, die gesetzlich vorgeschrieben sind, nämlich wann ist man geflogen, wo ist man geflogen und ist man Verbrenner geflogen, ja oder nein. Hier steht das jetzt natürlich nicht drin, weil auf dem Modellfluggelände sind die Regeln ja noch anders wie auf der grünen Wiese. Dann gibt es ein Feld bei Vereinsmitgliedern, automatische Deaktivierung verhindern. Was bedeutet das eigentlich? Wenn man da drauf drückt, kommt die Meldung, das Modellfluggelände wird heute nicht automatisch deaktiviert. Erklärt schon so ein bisschen was. Und zwar geht es darum, es gibt ja Vereine, die haben tatsächlich eine Nachtfluggenehmigung. Und die App würde sonst automatisch um 22 Uhr das Modellfluggelände schließen und alle Flüge automatisch beenden. Und um das eben zu verhindern, wenn ihr halt auf eurem Gelände Nachtflug machen dürft, müsst ihr an diesem Tag einfach mal dort drauf drücken. Und dann wird das Modellfluggelände nicht in dieser Nacht aktiviert. Das gilt aber tatsächlich nur für diesen einen Tag. Dafür ist dieser Button automatische Deaktivierung verhindern. Ja, das waren im Prinzip schon die Schaltflächen bei einem Vereinsmitglied. Wenn man auf dem Modellfluggelände dann draußen vor Ort ist, sieht das dann noch ein bisschen anders aus. Das zeige ich euch aber auch gleich noch. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Thema, wie das bei den Gastfliegern aussieht. Und zwar haben die ja nur diese beiden Button, QR-Code scannen und Gastflugrecht beantragen. Wenn man auf QR-Code scannen drückt, geht ein Feld auf, wo man halt diesen QR-Code, den halt ein Vereinsmitglied einem ja, über die App halt dort gezeigt hat, hält man einfach das Handy drüber und im gleichen Augenblick ist im Prinzip der QR-Code sozusagen verarbeitet und man ist erfolgreich angemeldet. Das war es im Prinzip schon. So funktioniert die Gastfluganmeldung auf dem Modellfluggelände. Dann der nächste Button, Gastflugrecht beantragen. Das ist, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich fahre nächste Woche erst auf das Modellfluggelände. Also ich bin jetzt nicht vor Ort, um dort einen QR-Code zu scannen, sondern ich fahre erst nächste Woche hin. Und dazu drückt man auf Gastflugrecht beantragen. Und dort trägt man ganz einfach ein, von wann bis wann man vorhat, auf dem Modellfluggelände zu fliegen. Kann unter Bemerkung noch reinschreiben, ja, hallo Leute, ich will wieder mal bei euch fliegen kommen. Wie sieht's aus? Habt ihr die Möglichkeit? Und dann klickt man auf Anfragen. Und dann wird eine Anfrage ins Backend geschickt. Das hatte ich euch vorhin ja gezeigt. Und gleichzeitig bekommen die Vereinsansprechpartner, und zwar alle, wenn dort 3, 4 Leute drinstehen, bekommen diese 4 Leute dann eine Mail. Hallo, pass mal auf, im Backend hat sich jemand angemeldet. Da will jemand einen Gastflugantrag, hat jemand einen Gastflugantrag gestellt. Bearbeitet den mal bitte und ist auch gleich der Link zum Backend mit dazu. Dann geht einer von den 4 halt ins Backend und klickt dann halt auf Genehmigen oder Ablehnen. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Und daraufhin erhält derjenige, der das Gastflugrecht beantragt hat, eine E-Mail. Und in dieser E-Mail ist die PDF enthalten mit der Flugordnung, dass er sich dies schon mal durchlesen kann, so sie denn von euch dort im Backend hinterlegt ist. Im Text steht dann auch, hallo Leute, alles klar, die Anfrage auf Gastflugrecht wurde genehmigt, kannst also kommen und dann geht das alles in Gang. Ja, kommen wir zur nächsten Schaltfläche auf der Hauptseite der App. Das ist die Deepool-Ansicht. Viele von euch werden die schon kennen. Im Internet ist die ja auch verfügbar und da ist sie natürlich ein bisschen übersichtlicher als beim Handy, aber die hat natürlich genau die gleichen Funktionen wie halt die Browser-Variante. Und ihr könnt dort die Zonen einblenden lassen über dieses Burger-Menü. Macht einfach einen Haken überall rein, denn im Prinzip dürfen wir dort nirgendwo fliegen. Alles, was dort steht, ist eigentlich für uns tabu. Und dann werden euch die Gelände halt angezeigt. Ihr seht ja im linken Bereich, alles das, was farbig ist, ist halt für uns tabu. Oder müsst mal zumindest mal gucken, ob man dort bis 2 Kilo vielleicht sogar fliegen kann. Das wäre vielleicht bei einigen Sachen da noch möglich. Ja, und wenn ihr dort auf einen bestimmten Ort klickt zum Beispiel, werden euch die Zonen tatsächlich auch angezeigt. Also hier ist zum Beispiel in Braunschweig ein Punkt gewesen, wo halt gesagt wird, hier ist die Kontrollzone vom Flughafen Braunschweig und außerdem ist dort noch eine Naturschutzfläche auf diesem Standort. Also weiß man genau, ich darf dort nicht fliegen, weil ich dort mitten in der Kontrollzone bin und weil ich zusätzlich noch in einem Naturschutzgebiet bin. Ja, zu Deepool will ich jetzt erstmal nicht mehr sagen, weil das ist eigentlich Thema für ein eigenes DMV-Akademie-Webinar, weil das sind so viele Themen, die man dort mit besprechen muss. Es ist auch wichtig, dass ihr euch damit auskennt. Das werden wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt tatsächlich nochmal nachholen, dass wir Deepool dann nochmal thematisieren. Ja, der nächste Button ist der Button Übersicht. Das ist ganz einfach nur die Startseite. Das ist die Seite, die ihr jetzt dort auch gerade sieht.
Und das ist der interessanteste Button von allen, nämlich der Hier-Fliegen-Button. Und da stellen wir uns ja die Frage, ja, was passiert denn dann? Da geht ein Fenster auf und in diesem Fenster sind ein paar Sachen einzutragen. Und zwar fliege ich einen Verbrenner, ja, nein. Und man kann eine Höhe und einen Radius eingeben. Und hier nochmal der Hinweis, die Eingabe von Flughöhe und vom Radius wird zwar im UTM verarbeitet, so wie das der Alexander vorhin auch erzählt hat, aber es wird zurzeit noch nicht validiert, also auf Zuverlässigkeit geprüft. Das ist das, was Alexander meinte mit von wegen, ja, wir haben eben die Rohdaten noch nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Und deswegen kann die App euch nicht sagen, du darfst hier keine 762 Meter hoch oder du darfst hier keinen Radius von 500 Meter, weil in 300 Meter Entfernung schon wieder ein Industriegebiet ist oder was auch immer. Aber wir hoffen, dass es nächstes Jahr kommt. Also diese Daten, die dort eingetragen sind, die 762 Meter und die 500 Meter sind im Prinzip Maximalwerte, die für uns wichtig sind, um den Modellflug sichtbar zu machen. Und genau dieser Zylinder sozusagen wird dann im UTM dargestellt nach dem Motto, hier ist jetzt ein Modellflieger in der Luft. Ja, dann drückt ihr dann einfach dort auf Flug jetzt starten und dann könnt ihr schon losmachen. Also das ist im Prinzip alles, was ihr eintippen müsst. Die App öffnen, hier fliegen drücken, eingeben, Verbrenner ja, nein, die Höhe. Wenn ihr eben sagt, ich fliege bis 200 Meter, gebt ihr halt 200 Meter ein, Radius genauso. Jetzt starten und dann geht das los. Und dann könnt ihr das Handy einstecken und könnt eurem Hobby nachgehen. Und wenn ihr dann sagt, ich möchte wieder landen, dann klickt ihr auf Flug beenden. Vorher aber, wenn es wirklich Vorfälle gegeben hat, noch einen Log-Eintrag machen, eine Bemerkung oder einen Vorfall. Es ist ja auch geplant, früher oder später mal eine Anbindung an AIDA zu machen, an die Vorfalldatenbank, damit diese Meldung dann gleich automatisch auch in dieser Datenbank erscheinen. Aber das wird noch ein Weilchen dauern. Aber es ist zumindest geplant. So, und die Ansicht bei einem Vereinsmitglied oder zugelassenen Gastflieger auf dem Modellfluggelände ist nochmal ein bisschen was anderes. Hier erscheint zum Beispiel kein Feld mit Höhe oder mit Radius oder wie auch immer. Warum nicht? Ja, weil da natürlich die Regeln gelten von der Flugordnung. Und da kann ja was ganz anderes drinstehen, als ihr dort eingeben wollt. Deswegen ist auf dem Modellfluggelände immer entscheidend, was in der Flugordnung drinsteht. Und deswegen wird das auch nicht abgefragt. Aber es ist genauso wichtig auf dem Modellfluggelände, ob man Verbrenner fliegt, ja oder nein. Das ist im Prinzip das Einzige, was man dort ja einstellen muss. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr auf Aktivieren und Fliegen. Warum steht jetzt da eigentlich aktivieren? Ja, weil das die Ansicht von einem Vereinsmitglied ist. Und ihr seht ja im linken Bereich, der blaue Pfeil, der ist ja, ja mit dem weißen Flieger dort drin, der ist blau. Das bedeutet, das Modellfluggelände ist inaktiv, weil eben noch kein Modellflieger auf dem Gelände war. Und jetzt in diesem Augenblick will ich halt auf diesem Gelände fliegen. Und deswegen steht dort nicht hier fliegen, sondern aktivieren und fliegen, weil ich das Modellfluggelände erst aktivieren muss, um fliegen zu können. Und dann erscheint auch auf dem Modellfluggelände dieser grüne Punkt, den Alexander vorhin auch schon gemeint hat. Also überall, wo Modellfluggelände sind, wo eben dieser Kreis dort grün ausgefüllt ist, wisst ihr, aha, auf dem Modellfluggelände findet aktuell Modellflugbetrieb statt. Oder es ist ein Flugleiter eingesetzt. Genau, steht noch da. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand auf den Flugplatz fährt und sagt, ja, ich fliege erst in einer Stunde oder ich weiß, es kommen noch ein paar Leute, ich trage mich aber schon mal als Flugleiter ein, dann wird das Modellfluggelände auch sofort aktiviert. Dann ist die Ansicht bei Vereinsmitgliedern natürlich auch erweitert. Und zwar ist dort noch das Thema Logbucheintrag, dass man eben selber Einträge machen kann im Flugbuch. Und ganz unten seht ihr auch den Button Flugleiter werden. Das wird natürlich nur angezeigt, wenn vorher im Backend klargestellt wird, aha, Mitglied sowieso darf auch Flugleiter werden. Die anderen bekommen diesen Button gar nicht angezeigt. Ja, jetzt steht, ich habe dort drauf gedrückt auf Flugleiter werden und jetzt steht dort Flugleiter werden. Hiermit beendest du deinen aktiven Flug, um Flugleiter zu werden. Warum steht das da? Ja, wo ich das getestet habe, hatte ich halt vorher hier fliegen gedrückt und dann sagt die App zu mir, ja, Moment mal, du bist jetzt aber, du willst jetzt Flugleiter werden, also darfst du nicht fliegen. Also steht dort, hiermit beendest du deinen aktiven Flug und wirst Flugleiter. Also drückt man auf OK und schon ist man erfolgreich als Flugleiter eingetragen und darf natürlich dann auch kein Modell mehr fliegen. Wenn man dann auf hier fliegen doch drücken sollte, ich habe das euch nochmal gezeigt, was passiert dann? Dann kommt ein Hinweis, du bist aktiver Flugleiter und darfst im Moment nicht fliegen. Ne? Ganz klar. Also muss man erst was machen? Man muss sich erst als Flugleiter abmelden. Das heißt, ich klicke auf Flugleiter abmelden und schon ist der Flugleiterstatus deaktiviert
Und schon erscheint in der App wieder der Button hier fliegen, beziehungsweise wenn ich dann auf hier fliegen drücke, kann ich dann auch wirklich wieder fliegen und muss nicht irgendwie wieder den Umweg über den Flugleiter gehen. Ja, kommen wir zum nächsten Symbol auf der Startseite. Das ist im Prinzip das persönliche Flugbuch. Da müsst ihr unterscheiden. Es gibt ein Flugbuch von einem Verein und es gibt ein Flugbuch, was für euch persönlich ist. Das ist euer persönliches Flugbuch. Und wenn ihr auf so ein Modellfluggelände-Button klickt, dort erscheint im Prinzip das Flugbuch vom Modellfluggelände selbst, aber halt nur für Vereinsmitglieder. Ich hatte es vorhin schon mal kurz gezeigt. Hier bloß nochmal persönliches Logbuch. Das ist also mein persönliches, wenn ich zum Beispiel auch auf der grünen Wiese fliege. Ihr seht unten dort schon den ersten Eintrag, grüne Wiese, und unten drunter steht Testeintrag. Da habe ich einfach mal bei Vorfahrt irgendwas eingetragen, um mal zu zeigen, wie das aussieht. Und die Eintragungen sind dann auch selbsterklärend. Klar, der Pilot beendet auf der grünen Wiese seinen Flug oder der Pilot beginnt auf der grünen Wiese seinen Flug mit Verbrenner, ohne Verbrenner, wie auch immer. Und diese Position wird natürlich auch mitgeloggt, ist klar. Ansonsten ist ja das dann auch als Nachweis dann nicht zu verwenden. Ja, und in diesem persönlichen Logbuch stehen natürlich auch die ganzen Logs, wenn man zwischendurch mal auf dem Modellfluggelände ist. Deswegen steht dort auch Modellfluggelände Saga. Also alle Einträge, die man selbst auf dem Modellfluggelände gemacht hat, stehen dort, oder alle Flüge, und auch auf der grünen Wiese im persönlichen Logbuch. Das ist das Zeichen für Close, also das Modellfluggelände wird geschlossen. Warum wird das geschlossen? Ja, weil der letzte Pilot vor Ort oder der letzte Flugleiter, wenn man es mal so nennen will, hat halt auf Abmelden geklickt und deswegen ist das Modellfluggelände dann in dem Sinne abgemeldet und geschlossen. Bloß so als kurze, ja, Erklärung für dieses eine Symbol dort. Ja, der nächste Button ist Mein Profil. Ist im Prinzip, ach nee, das ist der Standort-Button. Wenn ihr dort drauf drückt, geht die App im Prinzip auf euren aktuellen Standort, je nachdem, wo ihr euch befindet, auf irgendeinem Ort oder direkt auf dem Modellfluggelände, wie auch immer. Das ist der Button fürs Profil. Dort könnt ihr im Prinzip einsehen, wie eure Dokumente aussehen. Und zwar bei Mitgliedern sieht das so aus. Oben steht die Mitgliedsnummer. Ich habe die natürlich jetzt hier gekürzt. Die 20 steht für Sachsen. Die 007 steht für den 7. Verein in Sachsen. Also ist unsere Vereinsnummer die 20007. Da erzähle ich aber später noch ein bisschen was dazu. Dann unten drunter steht die Betreibernummer. Das ist ja die, die ihr vom LBA erhaltet über dieses Tool dort. Die könnt ihr natürlich auch ändern, falls ihr euch mal vertippt habt. Vielleicht gleich nochmal der Hinweis bei der E-ID. Einige haben auch die letzten drei Ziffern mit eingetragen dort. Das sollte man eigentlich nicht machen, weil diese drei Ziffern eigentlich so ein Sicherheitsfeature sind. Deswegen, wenn ihr eure Betreibernummer dort eintragt, wirklich die letzten drei Stellen dieser Betreibernummer dort weglassen. Ja, hier dieses Feld, weitere bestehende Mitgliedschaft freischalten. Was ist das eigentlich? Naja, das ist für die Leute, die zum Beispiel in mehreren Vereinen Mitglied sind. Sowas gibt es ja. Wenn man dort draufklickt, geht ein weiteres Feld auf, wo man dann einfach die Vereinsnummer eingeben muss. Und dann sagen sich viele, ja, Vereinsnummer, woher weiß ich die denn? Ja, die müsst ihr halt bei dem Verein erfragen. Viele wissen das vielleicht in dem Verein auch nicht, aber das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und zwar unter Meine Dokumente könnt ihr auch euren Mitgliedsausweis hinterlegen. Und zwar geht ihr dort auf dieses Symbol mit dem Plus. Dann könnt ihr ein JPEG oder ein PDF hochladen und einen Namen geben. Ich habe es jetzt 2023 genannt. Und zwar ist unter diesem Feld dann mein Mitgliedsausweis, Vorderseite zumindest, dort abgebildet. Und dort seht ihr diese Mitgliedsnummer. Dort steht wieder diese 20/007/. Und die letzten fünf Stellen, das sind im Prinzip meine richtige Nummer in diesem Verein. Aber meine Vereinsnummer ist halt die 20007. Und wenn ihr wirklich in einem anderen Verein auch noch Mitglied seid, dann fragt ihr einfach, nennt mir mal bitte eure Mitgliedsnummer. Dann tragt ihr diese Nummer dort ein. Und dann könnt ihr diese Mitgliedschaft in dem anderen Verein beantragen. Ihr seid dann nicht automatisch Mitglied. Dann kommt es halt im Backend. Ich hatte es vorhin gezeigt, eben diese Meldung. Es besteht eine Mitgliedschaftsanfrage. Und die muss dann halt erstmal von einem Vereinsverantwortlichen bestätigt werden. Das könnte ja theoretisch jemand dort eine Fantasienummer eintragen und sagen, ich bin hier Mitglied und das stimmt gar nicht. Also das muss immer vom Vereinsverantwortlichen noch gegengecheckt werden. Ja, bei der Kopie des Mitgliedsausweises geht es genauso, dass man den auch per E-Mail verschicken kann, wenn zum Beispiel ein Verein darauf besteht, bevor der das Gastflugrecht bekommt oder was auch immer, schick mir mal bitte deine aktuelle Versicherungskarte oder was auch immer.
Und dann kann er sagen, ja, der ist versichert und der kriegt am Wochenende das Gastflugrecht schon im Voraus. Dafür ist diese Exportfunktion dann gedacht. Ja, wenn man so ein bisschen im Profil noch weiter hochscrollt, ganz unten stehen dann Benutzer ausloggen. So als kleiner Tipp, wenn wirklich mal irgendwie eine App was hakt oder was nicht richtig funktioniert, loggt euch einfach mal aus und loggt euch wieder ein. Das hilft in manchen Fällen dann schon. Ansonsten seht ihr dort auch den Account-Löschen-Button. Wenn ihr sagt, ich möchte meine kompletten Daten in der App gelöscht haben oder meinen ganzen Account gelöscht haben, dann klickt ihr dort drauf und dann wird eure E-Mail-Adresse und eure Daten werden dann gelöscht. Und ihr könnt euch dann aber mit derselben E-Mail-Adresse tatsächlich nicht mehr anmelden, weil da wird so ein sogenannter Hashwert gespeichert, der eben wirklich die E-Mail dann über diesen Hashwert wiedererkennt und sagt, nee, der Nutzer möchte nicht mehr die App nutzen und dann müsst ihr euch im Notfall dann bei uns melden, wenn ihr doch dieselbe E-Mail-Adresse verwenden wollt. Das war es eigentlich schon gewesen und deswegen ist jetzt Zeit für eure Fragen. Wow, geht auch los mit den Fragen. So, ich versuche es mal so ein bisschen vielleicht zu sortieren, gucken wir mal. Also, willst du noch was zum Datenschutz sagen? Weil die erste Frage ist dann erstmal ja, klar. Zu DSGVO. So, so die Map, na, spielt mir das Tool hier hin und her. Mal eine DSGVO-Frage von Samson Zimmermann. Die Map ist aus einem Drittstaat, also nicht europäisch. Gibt es keine Möglichkeit, eine andere Map zu nutzen? Nee, wir haben uns für diese App entschieden, weil die tatsächlich von der Funktionalität die beste ist, ja. Okay, dann möchte Thorsten Rook wissen, was ist mit Turbinenmodellen? Handelt es sich rechtlich nicht um Verbrenner? Doch, Turbinenmodelle sind rechtlich Verbrenner. Es wird unterschieden zwischen Kolbenmotoren und Turbinen, aber Verbrenner sind Kolbenmotoren, doch, Verbrenner sind Kolbenmotoren und Turbinen, genau. Ja. So. Was ist das? So, Robert Steinbrecher sagt, hallo, im Vortrag wurde gesagt, dass mehrere Ansprechpartner im Backend hinterlegt werden können. Ja, genau. Wie geht das? Kann man das bitte kurz live vorführen? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Ich könnte das theoretisch live vorführen, aber da dort persönliche Daten von meinen Mitgliedern drin sind, würde ich ganz einfach nochmal in die App, in die Präsentation zurückgehen. Ich gucke nochmal die Seite raus. Was ist denn nur? Ah, hier. Seite 13. So, achso, ich muss ja noch teilen. Moment. Schon zwei. Schon zwei. Ja, haben wir gleich. Ach nee, das war falsch. Vielleicht an der Stelle, das kannst du vielleicht nebenbei beantworten. Franz Wimmer hat eigentlich mehr einen Hinweis, aber ja, ist auch schon eine Art Frage. Wäre es nicht sinnvoll, auch einen stellvertretenden Flugleiter eintragen zu können? Bei uns im Papierflugbuch ist das möglich und würde durchaus Sinn ergeben. Naja, ein Stellvertreter macht keinen Sinn in dem Sinne, dass einfach alle dort stellvertretende Flugleiter sind. Wenn zum Beispiel jetzt einer sagt, ja, ich will meinen Flugleiterdienst halt abmelden, dann klickt er einfach auf Flugleiterdienst abmelden und dann bekommen alle auf dem Handy den Hinweis, Moment mal, ihr müsst euch einigen, wer von euch Flugleiter ist. Das hatte ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen tatsächlich, ja. Mehrere Ansprechpartner am Backend, die Frage ist nicht nur einmal. Vielleicht dann noch eine Frage, während du deiner Präsentation suchst. Wann wird das Fluggelände als aktiv in der App angezeigt? Sobald ein Pilot mit der App sich anmeldet, auf hier fliegen klickt oder jemand Flugleiter wird. Okay, und dann noch mal eine Frage zu dem Flugleiter. Wenn sich mehrere Flugleiter abwechseln, den Dienst teilen, wie läuft das dann? Also wie ich gerade gesagt habe, wenn jetzt jemand sagt,
ich will jetzt fliegen, dann meldet er sich als Flugleiter ab und dann muss ein anderer den Flugleiterdienst übernehmen. Also man spricht sich ab, man sagt, du, ich will jetzt selber fliegen, ich bin gerade Flugleiter, übernimmst das? Ja, alles klar. Dann muss er auf Flugleiterdienst abmelden klicken und der andere klickt halt auf Flugleiter werden. Genau. Und dann möchte Uwe Petersen noch wissen, wie bearbeite ich im Backend die Mitglieder? Dort ist jemand mit einer Fantasie oder mit einer Fantasie-E-Mail-Adresse wohl bei ihm angemeldet und den möchte er entweder bearbeiten oder auch rausschmeißen. Das weiß ich natürlich nicht. Eine Fantasie-E-Mail-Adresse, ja. Na gut, ja, normalerweise ist das anhand der Mitgliedsnummer möglich, dass er direkt in dem erscheint, aber da weiß ich jetzt momentan nicht, wie man den rauskicken könnte. Ja, doch kann man, indem man einfach das Mitglied anklickt und bei Vereine dann auf Entfernen klickt. Ich hatte es vorhin aber auch kurz gezeigt. Okay. Dann Gerhard Heiderich fragt, wird die App vom Regierungspräsidium anerkannt? Thema Flugbuch in der Aufstiegserlaubnis. Genau, also dafür sind wir momentan noch im Gespräch mit den Landesluftfahrtbehörden, weil in den Aufstiegsgenehmigungen steht natürlich drin, dass ein schriftliches Flugbuch zu führen ist mit Unterschrift und so weiter. Deswegen ist es rein rechtlich theoretisch jetzt noch nicht möglich, das zu führen. Wir sind aber dabei, das zu kommunizieren und bis Anfang der Saison nächstes Jahr bekommen wir das hin, dass die Landesluftfahrtbehörden dann wirklich sagen, naja, selbstverständlich könnt ihr euer elektronisches Flugbuch auch nutzen. Es geht ja auch darum, wir wollen es ja den Behörden dann auch erstmal zeigen. Also benutzt das erstmal, dass auch ein paar Einträge zustande kommen, dass sie sich im Prinzip einen Überblick verschaffen können. Ja, was ist das eigentlich? Und dann werden sie auch sagen, nee, das könnt ihr wirklich machen. Und noch auch eine technische Frage. Wenn man als Gastflieger einen QR-Code vom Vereinsverantwortlichen auf seinem Handy erhält, wie soll man den dann mit dem Den Handybildschirm scannen? QR-Code bekommt man nicht aufs Handy. Den QR-Code scannt man mit seinem eigenen Handy. Also derjenige, der den QR-Code erstellt hat, zeigt sein Handy hier und sagt, guck hier, QR-Code. Und der andere hält sein Handy davor und dann scannt er den QR-Code und dann ja, wird er genehmigt. Man kann die theoretisch auch ausdrucken und dann irgendwo hinhängen. Aber wie gesagt, man kann ja jederzeit oder jeder verantwortlich kann jederzeit diesen QR-Code wirklich generieren, kann auch einen neuen generieren und er ist dann auch gültig. Mit dem Ausdruck ist immer so eine Sache, ne? Dann hängt der Ausdruck irgendwo rum und dann funktioniert das nicht und man weiß auch gar nicht, wer meldet sich dort an. Also wir sind da wirklich in der Entwicklung so, haben wir uns abgestimmt, dass wir gesagt haben, ja, uns ist es halt lieber, wenn man es halt beim Flugplatz fest, kann man es vielleicht ausdrucken, aber dann neben eine Person hinstellen, die dann wirklich mal einen Augenblick hat. Ansonsten könnte sich ja jeder über diesen QR-Code dort dann anmelden. So, ich habe jetzt das Feld gefunden, mit wo man sich anmeldet. So, müsstet ihr jetzt sehen, ja? Genau, und zwar ist das unter Verein bearbeiten. Also man geht auf den zweiten Button Verein, dann Verein bearbeiten und dann erscheinen hier unten die ganzen Mitglieder, so sie sich denn registriert haben mit diesem Verein und die kann man dann über diesen Button als Verantwortliche registrieren. Ich kann es ja nochmal versuchen, in der Präsentation zu machen. Da sieht man es vielleicht besser. Ich muss jetzt bloß nochmal den anderen Bildschirm teilen. Genau, also über dieses Auswahlfeld werden die Mitglieder angezeigt, die sich in der App registriert haben mit mit ihrer Mitgliedsnummer. Und die kann man dort auswählen und dann erscheinen die dort, nehmen meinen Namen, würden dann die anderen sozusagen erscheinen, die anderen Verantwortlichen. Genau, so funktioniert das. Jawohl. Gut, dann noch auch das Thema Flugleiter. Wie erfolgt die Übergabe an den nächsten Flugleiter, wenn man als Flugleiter fliegen möchte? Genau, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Ne? Man sollte eigentlich, ich habe jetzt keine Lust mehr, und dann muss man halt sagen, Leute, ich melde mich jetzt ab, dann macht man das. Dann kommt halt ein Hinweis an alle anderen. Moment mal, ihr habt momentan keinen Flugleiter mehr. Entweder ihr kommt jetzt alle runter oder ihr einigt euch, wer von euch Flugleiter wird. Genau. Ja, kann man fliegen, ohne den Flugleitdienst zu unterbrechen, wenn zwei Flugleiter aktiv sind? Es Das können nicht zwei Flugleiter aktiv sein. Das kann immer nur einer sein. Das ist ja rein rechtlich auch gar nicht möglich. Denn stellt euch mal vor, es passiert irgendwas. Worst case. Und der Richter fragt dann, wer ist denn eigentlich verantwortlich gewesen? Und dann heißt es, ja, es waren zwei. Und das funktioniert rein rechtlich nicht.
Noch eine Frage, ja, so eine vereinsrechtliche Frage vielleicht. Nach der gültigen Flug- und Platzordnung ist das Flugbuch durch den Flugleiter zu unterschreiben, beziehungsweise das Flugbuch schriftlich zu führen. Wie ersetzt hier die App diese Anforderung? Das ist ja das, was ich meinte. Wir sind gerade dabei, mit den Behörden genau das zu klären. Ich meine, klar kann man in der App nicht unterschreiben, aber die App ist natürlich viel revisionssicherer, sage ich mal, ne? Weil man kann natürlich in der App Einträge zum Beispiel nicht einfach rauslöschen oder man kann die ganz schlecht manipulieren. Wenn jemand auf hier fliegen drückt, dann wird ein Eintrag generiert, ja, er ist dort geflogen und fertig. So, dass wir davon ausgehen, dass da die Sache mit Unterschrift und so, da werden die Behörde sagen, ja, das braucht man nicht, weil die Leute sind in der App vernünftig angemeldet, die sind Mitglied in den Verein und dann funktioniert das so. Okay. So, jetzt hätten wir ja noch. Ach, das Tool hakt hier so ein bisschen. Es sind einfach zu viele Fragen gerade. Genau, muss man jeden Start und Landung mit der App starten oder reicht es wie im Flugleiterbuch zum Anfang des Flugtags, zum Beispiel Anfang 9 Uhr, Ende 13 Uhr zu tragen? Genau, das kann man so machen. Ich kenne aber tatsächlich, ich weiß nicht, wo es war, Vereine, die haben von der Landesluftfahrtbehörde die Auflage bekommen, tatsächlich jeden Flug mitzutracken, wozu auch immer das gut sein soll. Aber in dem Fall ist ja auch problemlos mit der App möglich. Dann müsste tatsächlich bei jedem Flug immer hier fliegen, Flug beenden, hier fliegen, Flug beenden. Und da wäre auch das möglich. Aber es kann tatsächlich so gemacht werden, dass wenn man vormittags aufs Modellfluggelände geht, sagt man, ich fliege jetzt hier, dann packt man sein Modell aus, fliegt ein bisschen, macht eine Pause. Dann fliegt man wieder, das ist tatsächlich möglich, ja. Okay, dann eine Frage von Jan Dominik. Werden weitere Flugleiterregelungen aufgenommen? Bei Ihnen im Verein ist das so, das tauscht wieder, es tauscht wieder hin. Bei uns wird ein Flugleiter bei der Nutzung von genehmigungspflichtigen Modellen, zum Beispiel mit Verbrennungsmotor, benötigt. Das kann momentan nicht berücksichtigt werden. Ja. Also spezielle oder einzelne Flugleiterregelungen. Ach so, das ist super. Ja, verstehe. Also normalerweise in der Flugordnung steht drin, ja, ab dem vierten Piloten ist ein Flugleiter einzusetzen. Aber wenn es ein zulassungspflichtiges Modell ist, ist es sofort ein Einsatz. Ja, in dem Fall wird die App euch natürlich nicht sagen, Moment mal, es ist jetzt sofort in der nötig. Aber es kann jederzeit von euch dann ein Flugleiter eingesetzt werden. Also man kann jetzt ja zum Beispiel auch aufs Modellfluggelände rausfahren. Und kann gleich Flugleiter werden. Ich hatte es ja vorhin gesagt, man muss nicht unbedingt auf hier fliegen drücken oder so. Man macht die App auf und sagt, ah, alles klar, es kommen da noch ein paar Leute, drückt auf, ich bin jetzt Flugleiter und dann ist die Sache auch geregelt. Auch wenn es nicht notwendig ist. Es gibt ja, wie gesagt, die Regel ab 3 vielleicht erst. Aber manche sagen, nee, wir haben hier gerne immer einen Flugleiter dabei und dann ist das halt so. Das ist möglich, ja. Weiß nicht, ob du das schon ausgeführt hattest, Thorsten. Was passiert jetzt, wenn man zum Beispiel festgelegt ist, ab 3 Piloten wird ein Flugleiter benötigt? Das ist eine Frage von Ja. Jörg Müller. Dann meldet sich der Flugleiter ab. Werden die anderen Piloten dann darüber informiert, über die App? Ja. Also da geht im Prinzip eine Meldung raus, eine Push-Nachricht zumindest, dass der Flugleiterdienst beendet wurde. Okay, Jens Kühnler möchte wissen, wie funktioniert das mit dem Sicherheitstoken? Wo erstelle ich diesen? Den erstellt man nicht, den bekommt man im Prinzip im Geländeregistrierungsportal. Also man meldet sich auf der in der Mitgliederverwaltung in der Homepage an und hat dort ein Feld, wo man das Gelände registrieren kann, wo man auch die ganzen Koordinaten eingibt und so weiter. Und dort steht dann dieser Token drin, genau. Ja, ein User hat sich mit seiner privaten E-Mail-Adresse angemeldet, möchte aber lieber sich mit der Vereins-E-Mail-Adresse anmelden. Muss er sich neu registrieren oder die Registrierung löschen, sich wie gesagt neu registrieren oder kann man die E-Mail auch ändern? Er kann hat mehrere Wege gehen. Eine E-Mail ändern ist immer schwierig, weil eine E-Mail bedeutet ein Account. Also wenn ich eine E-Mail da lösche, lösche ich den Account. Ne? Ich kann das nicht am Namen festmachen. Der Account ist immer an die E-Mail gebunden. Er kann das problemlos machen, indem er einfach sich in der App nochmal registriert, nämlich mit der E-Mail-Adresse vom Verein oder diejenige, die er dann haben will, und trägt oben im Prinzip eine Mitgliedsnummer ein, also die Vereinsnummer ein, sodass eben dieses Mitglied automatisch zum Verein zugefügt wird. Dann geht er ins Backend. Und im Backend wird ja erkannt, aha, diese Vereins-E-Mail-Adresse ist mein Mitglied. Und dort tut er im Prinzip diese E-Mail-Adresse als Verantwortlicher einstellen, wie ich das gerade nochmal gezeigt hatte. Und dann bekommt er wirklich nur diese E-Mail-Adresse dann die Nachrichten, dass jetzt eine Gastfluganfrage eingegangen ist und so weiter. Ja, das geht. Dann haben wir, ich bin mir nicht sicher, ob du es gesagt hast, ich glaube schon, erfolgt eine Abmeldung automatisch, wenn man den Flugplatz verlässt. Genau, also die App ist so konstruiert, dass tatsächlich einen bestimmten Radius, ich glaube 2 Kilometer ungefähr,
trägt sich die App automatisch aus. Das heißt, wenn ich halt vergesse, meinen Flug abzumelden, wie auch immer, Modell stürzt ab, ich bin sauer, pack alles ins Auto, fahre nach Hause, dann meldet die App sich tatsächlich automatisch ab und deaktiviert dann auch das Modellfluggelände. Und das wird dann auch so im Flug dann mitgeloggt, ja. Eine Frage zu den Smartphones. Bis zu welcher Version von Smartphones geht das? Nicht jeder hat ein neues Smartphone natürlich. Oh, das weiß ich nicht. Also ich sag mal, diese, es geht ja auch um Thema Datenschutz, Sicherheitsfeatures und so weiter. Ich sag mal, alles, was unter Android 7 ist und bei iOS kenne ich mich nicht so aus, weiß ich nicht, sollte man sowieso nicht benutzen. Also alle aktuellen Android-Versionen und iOS-Versionen werden auf jeden Fall unterstützt. Und die älteren sind relativ unsicher, deswegen werden die wahrscheinlich nicht unterstützt. 7 ist ja schon ein Weilchen her. Bei iOS weiß ich es auch nicht so ja, genau. 7 oder 8 oder wie, ich weiß es auch nicht genau. Ja. Es steht aber, glaube ich, auch im Play Store drin, wenn man da reingeht. Müsste bei iOS auch drin stehen, für welche Version Ja, das genau. ist. Genau. Gibt es ein Geofencing bei An- und Abwesenheit auf dem Platz? Ja, natürlich. Aber nicht, dass es extra gelockt wird, sondern es steht da Modellfluggelände Saga, wie in dem Beispiel-Mail zum Beispiel. Und damit ist klar, aha, der Flug hat auf diesem Modellfluggelände stattgefunden. Ist ja eine Art Geofencing, genau. Was ist, wenn man auf dem Platz keinen Empfang hat? Dann kann man die App nicht nutzen, definitiv. Auch so ein Grund, kam ja auch die Frage, wird die irgendwann mal verpflichtend, die App? Die kann niemals verpflichtend werden, genau aus dem Grund, weil es nicht überall Handyempfang gibt und ja. Ja, dann die Frage an Hangflugverein 1. Als Hangflugverein hatten wir 35 Jahre kein Flugbuch. Was, wenn wir jetzt ein Papierflugbuch einführen? Hat das dann Nachteile? Nein, ein Flugbuch ist ja immer was Gutes eigentlich. Ne? Damit dokumentiert ihr, dass ihr euch an Regeln haltet. Wenn ihr wirklich mal eine Beschwerde reinbekommt, dass zum Beispiel gesagt wird, Mensch, ihr seid bei uns übers Haus geflogen, und dann sagt ihr, Moment mal, an dem Tag ist gar keiner von uns draußen gewesen. Ne? Außerdem ist es 1 Kilometer entfernt gewesen, keine Ahnung. Also ein Flugbuch ist immer zu empfehlen. Aber es ist natürlich keine Pflicht. Ne? Also wenn man auf der grünen Wiese fliegt, muss man nicht unbedingt ein Flugbuch führen, außer man fliegt in Bayern tatsächlich. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diese Flugbuch-Funktionalität in der App sofort auch umgesetzt haben. Das wollten wir am Anfang eigentlich gar nicht, weil in Bayern ja auch auf der grünen Wiese ein Flugbuch geführt werden muss. Dann sind zwei Themen tatsächlich so ein bisschen praktischer Natur. Erstens, Kinder und Jugendliche haben nicht unbedingt ein Handy. Gibt es die Möglichkeit, einen zweiten Account in der App einzurichten? Und dann, das ist vielleicht ähnlich, naja, ähnlich nicht, aber gehen wir in eine ähnliche Richtung. Was ist denn, wenn ein Pilot sein Smartphone vergessen hat? Ja, wenn er das Smartphone vergessen hat, kann er natürlich das Smartphone die App nicht nutzen. Er ist eigentlich logisch, ja. Also wenn ich mein Auto irgendwo stehen gelassen habe, kann ich nicht mit dem Auto fahren, mit der App genauso. Mit den Accounts, ja, das ist tatsächlich möglich. Man kann mehrere Accounts auf einem Handy laufen lassen. Das Problem ist, das bringt einem nichts. Weil wenn man sich mit dem einen Account anmeldet und auf hier fliegen drückt und sich dann abmeldet mit diesem Account, dann wird auch automatisch der Flug beendet. Also das bringt tatsächlich nichts, wenn man da mehrere Accounts laufen lässt. Also man kann die nicht parallel nutzen, so, sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob das technisch vielleicht irgendwie umsetzbar ist. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Ja, kann man im Flugbuch auch Flüge nachtragen? Wenn Nein. jetzt jemand. Nein. Also auch wer kein Handy hat, hat Pech gehabt. Naja, es ist ja so, das digitale Flugbuch ist eine Kann-Regelung und das ist auch eine Regelung, die parallel zum schriftlichen Flugbuch eingesetzt werden kann. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Leute bei euch im Verein habt, die partout kein Handy haben oder so, dann müsst ihr für die natürlich dann das schriftliche Flugbuch weiterführen. Aber ihr habt dann vielleicht ein bisschen weniger Aufwand oder dann wirklich bloß die 2, 3 Leute das schriftlich führen und die anderen 20, 30 nutzen die App. Also das ist tatsächlich möglich. Kann man einen versehentlichen Flugeintrag im Logbuch bearbeiten bzw. löschen? Nein. Aus gutem Grund, nehme Nein, ich an. naja, aus gutem Grund. Ihr müsst euch vorstellen, Flugbuch, das ist ja so wie, wenn ihr bei euch in die Vereinshütte geht und dort irgendwie reinschreibt, ja, das und das ist passiert. Und nächsten Tag fällt euch ein, ah, ich will das vielleicht doch wieder rausnehmen und ihr reißt das tatsächlich raus. Das ist Urkundenfälschung. Ne? Und das sollte man nicht machen. Und deswegen haben wir diese Funktionalität in der App auch nicht gemacht, weil, wie gesagt, die App muss ja gewissen rechtlichen Standards genügen, damit die auch anerkannt wird. Und das gehört eben dazu, dass man eben Einträge nachträglich nicht ändern kann. Wenn man dort mal irgendwie sich vertippt hat, ist ja völlig egal. Das interessiert ja niemanden. Es geht ja wirklich nur darum, dass es wirklich dann nachvollziehbar ist, wie die Einträge dort reingekommen sind. Wenn man sich versehentlich eingetragen hat und gar nicht geflogen ist, dann kann ja eigentlich auch nichts passieren.
Hören Sie, falls Sie nicht eingetragen hat, dann drückt man sofort auf Flug beenden und dann ist man schon wieder draußen und dann ist gut. Also das kann ja, weiß ich nicht. Muss Ja, ich. das geht so in die ähnliche Richtung. Was passiert aus rechtlicher Sicht, wenn eine Anmeldung vergessen wurde und ein Modellflieger kollidiert mit einer unbemannten Drohne? Diese Frage vor dem Hintergrund, dass die Nutzung nicht verpflichtend sein soll. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also Anmeldung wurde vergessen und es passiert was. ja. Ja, ganz eindeutig. Ja, ist eigentlich ganz eindeutig. Man ist als Modellflieger verpflichtet, anderen auszuweichen. Bei anderen unbemannten Luftfahrtsystemen gilt das eigentlich genauso. Ob ich das jetzt mit App mache oder ohne App mache, ob ich mich anmelde oder nicht, das spielt eigentlich rein rechtlich keine Rolle. Also ich bin verpflichtet, auf andere Rücksicht zu nehmen, egal ob ich mich da angemeldet habe in der App oder nicht, weil die schützt einem ja nicht davor, nach dem Motto, ich habe jetzt die App genutzt und es ist trotzdem zum Zusammenstoß gekommen, dann kann man sich nachher nicht darauf berufen und sagen, ja, ich habe ja die App genutzt. Naja, du hast dich ins Flugbuch eingetragen, hast gesagt, du hältst dich an die Flugordnung, aber dann ist er halt doch irgendwo hingeflogen, wo du nicht jetzt hinfliegen dürfen. Ne? Also das schützt ja nicht vor. Ja, vor falschem Verhalten. Okay. Gut. Kann man vor Ort nachschauen, als Flugleiter, wer sich digital angemeldet hat? Ja, das geht über die Logbuchfunktion des Modellfluggeländes. Also nicht dieses persönliche Logbuch auf der Startseite dieses Feld, sondern man muss das Modellfluggelände anklicken und dort auf den Button Logbuch klicken. Und dann sieht man, wer aktuell angemeldet ist am Modellfluggelände tatsächlich. Ja. Muss man ja. Der Flugleiter muss ja wissen, wer ist angemeldet und wer noch nicht. Kann das Logbuch eines Vereins durch jedes Mitglied exportiert werden? Ja, wir haben das momentan noch so umgesetzt. Wir sind da noch am Überlegen, wie wir das gestalten. Wie gesagt, wir sind da auch für Vorschläge offen. Wenn es eben doch von den meisten nicht gewünscht ist, dass wir es so machen, dann sagen wir, okay, in Zukunft können nur Verantwortliche das Logbuch exportieren. Allerdings macht das wenig Sinn, weil man kann ja auch einen Screenshot machen vom Logbuch. Nur das Logbuch wird ja definitiv angezeigt, weil jeder kann bei euch aufs Vereinsgelände gehen, kann in die Vereinshütte gehen, kann sich das Logbuch angucken, auf vergangene Einträge und so weiter. Und ja, muss man halt so ein bisschen Vertrauen haben auch in seine Mitglieder. Aber wir sind da auch offen für Vorschläge, wie man es vielleicht anders handhaben kann. Ja, da kam auch der Hinweis dann in Klammern Datenschutz Ja, natürlich, genau. was der Export, ne? Aber das war eben doch so ein Hauptwunsch gewesen, dass eben wirklich diese Sachen, gerade Flugbuch, dass es eben doch elektronisch gemacht wird. Und da muss man, ja, über irgendeine Krücke muss man immer stolpern oder muss man gehen. Aber wie gesagt, wir sind da wirklich da offen für alle möglichen Wege, die wir damit auch gehen können. Dann die Frage von Hartmut. Kann man die Einträge im Backend auch über einen Rechner vornehmen oder geht das nur über die Handy-App? Die Einträge im Backend kann man nur über einen Rechner eingeben. Das geht nicht über die App. Also die App hat im Prinzip mit dem Backend gar nichts zu tun. Das Backend ist im Prinzip wie eine Internetadresse. Man gibt dort eine Internetadresse an und bekommt dann sozusagen diese Administrationsrechte, dort Sachen zu gestalten. Das geht über die App gar nicht. Also die App ist unabhängig vom Backend sozusagen. Dann haben wir wieder eine Datenschutzfrage. Muss ich bei Benutzung des elektronischen Flugbuches das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit personenbezogener Daten überarbeiten bzw. erweitern? Dieses Verzeichnis ist auch für Vereine gemäß DSGVO verpflichtend. Genau, da einfach mal die Datenschutzerklärung, die in der App ja auch niedergeschrieben ist, einfach mal durchlesen, müsste eigentlich drinstehen. Also ich bin jetzt auch kein Datenschutzspezialist. Wenn da wirklich so eine speziellen Fragen sind, dann wendet euch einfach an den Drohnik-Support, die haben einen Datenschutzbeauftragten und der wird euch dann erklären, das müsst ihr dann so und so bei euch im Verein dort handhaben oder dort dokumentieren und dann ist das in Ordnung. Ja, auf jeden Fall Kontakt mit Drohnik aufnehmen, wenn es um Datenschutz geht, ja. Okay. Kann man mehrere Mitgliedsnummern unter meine Vereine angeben, zum Beispiel Einzelmitgliedschaft und die des Vereins, in dem man Mitglied ist? Unter meine Vereine, ja, naja, gut, eine Einzelmitgliedschaftsnummer kann man dort nicht angeben, weil beim Einzelmitglied steht ja als zweite Zahl immer eine 100. Das heißt, das ist kein Verein. Das Gebiet ist zwar dasselbe, aber die 100 sagt eben, das ist ein Einzelmitglied. Also kann im Prinzip dort kein weiterer Verein über eine Einzelmitgliedschaft hinzugefügt werden. Das geht tatsächlich nur, wenn man die Vereinsnummer kennt. Und das darf keine 100 sein an der zweiten Stelle. Also die letzten drei Zahlen der fünfstelligen Vereinsnummer. Okay. Wie kann man im Backend einzelne Mitglieder löschen? Kann man das?
Bislang hat Das hatte nur ich auch Uwe es noch gezeigt. nicht gehört. Einfach aufs Kreuz, in den Bereich Mitglieder gehen und dann aufs Kreuz drücken und dann ist der schon weg. Okay. Wird der aktivierte Modellflugplatz auch in Flarm angezeigt? Ja, das ist eine Frage, die der Alexander vielleicht hätte beantworten können. Er hatte vorhin ja schon mal angedeutet, dass es im Prinzip auch darum geht, dass nicht nur wir die Manntragenden sehen, sondern dass auch die Manntragenden die Drohnen in Zukunft sehen. Das hatte er so ausgeführt und das geht so ein bisschen in die Richtung Flarm. ADS-B hat er ja gesagt gehabt, aber da habe ich wirklich zu wenig Erfahrung. Ja, wenn man da was Genaues wissen will, einfach nochmal Kontakt zu uns aufnehmen. Wir leiten die dann an Alexander weiter und dann kann er die bestimmt beantworten. Okay. Dann nochmal eine Frage zu, ja, das geht dann wieder, man hat viele ältere Modellflieger auch im Verein, die vielleicht ein Smartphone haben, aber sich mit der App oder mit der Nutzung von Apps schwer tun. Macht es dann Sinn, zwei Flugbücher zu führen, auch noch eins aus Papier nebenher? Natürlich. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit dann. Also wenn es eine Vorschrift gibt, auf diesem Modellfluggelände ein Flugbuch zu führen, dann gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Aber wie gesagt, jeder, der sich die App mal runtergeladen hat und im Prinzip, es ist ja nicht so viel einzustellen, ne? Also wenn man dann auf dem Modellfluggelände erscheint, einfach bloß auf hier fliegen drücken. Also die App, man macht die App auf, drückt auf hier fliegen und wenn man fertig ist, drückt man auf Flug beenden. Und schon ist das Thema durch. Und das kriegen eigentlich auch die älteren Leute hin. Wenn sie denn ein Smartphone haben, dann helft ihnen einfach bei der Einrichtung, dann kriegen die das auch hin. Ansonsten bleibt tatsächlich nur das Schriftliche, ja. Gut, Frank Schöppner, wir hatten ja das Thema schon Backend, dass es nicht in der App zu nutzen ist, Genau. Rechner. Da ist dann halt der Hinweis nochmal, dass es doch auch ganz sinnvoll wäre, das über die App nutzen zu können. Ja, das ist eben nicht, wie gesagt, wir haben uns ja auch wirklich Gedanken drüber gemacht, weil wir wollten die App ja auch nicht so oft blähen, ne? Wir haben ja gesagt, Mensch, wir wollen die so gestalten, dass sie eben wirklich einfach zu bedienen ist. Und wenn wir da jetzt die Backend-Funktion, das wäre möglich, technisch, ja. Aber das wäre dann wirklich zu kompliziert geworden. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen das extra, weil es betrifft ja im Prinzip auch nur die Vereinsansprechpartner. Ne? Und die Leute, die die App nutzen, die brauchen ja gar nicht ins Backend. Ne? Das ist ja wirklich nur für die 1400 Vereine, die bei uns Mitglied sind. Die müssen im Backend ab und zu mal was einstellen, neue Mitglieder hinzufügen oder ein Mitglied entfernen oder neue Flugleiter erlauben. Man kann das ja auch übers Handy machen. Ne? Also es geht auch, wenn man jetzt einen Browser auf dem Handy aufmacht, geht es auch. Aber die Ansicht ist natürlich dann so ein bisschen quälend. Da muss man sich dann so ein bisschen durchforsten. Gehen tut es theoretisch auch, aber sollte man halt am Rechner machen. Markus fragt oder sagt bei der Anfrage, Schrägstrich QR-Code scannen, um als Gastflieger fliegen zu können, wird nach meinem Verständnis also nicht bestätigt, dass der Anfragende einen gültigen Versicherungsschutz und einen gültigen Kenntnisnachweis hat. Nein, den muss man sich natürlich noch zeigen lassen. Dafür ist ja die App da. Das heißt, derjenige zeigt in der App dann seinen Mitgliedsausweis und zeigt seine, was weiß ich mal, seine Registrierungsnummer, seine E-ID. Und dann sagt er, alles klar, ich habe es gesehen, du kannst den QR-Code scannen und dann ist er als Gastflieger zugelassen, ja. Dann noch eine Frage zum Thema Gastflieger. Markus schreibt, unsere Aufstiegsgenehmigung weist als Nutzer des Platzes ausschließlich Vereinsmitglieder auf. Das Gastfliegen ist eine Grauzone, die als Tagesmitgliedschaft, so kennt das von anderen Vereinen, auch Richtig. gelöst wird. Wenn ich Genau. per App das Gastflugrecht genehmige, ist das rechtlich dann in Ordnung? Genau, er wird dann sozusagen zum Tagesmitglied. Genauso ist das ja. Genauso wie er sich ins Flugbuch einträgt, als Gastflieger trägt er sich ja jetzt über die App. Er meldet sich über die App an und ist genau das Gleiche. Er erwirbt damit eine Tagesmitgliedschaft. Genauso ist das ja. Dirk möchte wissen, wie werden die Betriebszeiten aus einer Aufstiegserlaubnis hinterlegt bzw. importiert? Ist dies individuell je Tag möglich? Also die Aufstiegszeiten werden von der App tatsächlich nicht getrackt. Also es geht ja darum, es gibt ja viele Regeln auf dem Modellfluggelände und die können natürlich die App nicht alle ja, darstellen. Deswegen wird einfach die Flugordnung hochgeladen und dort stehen halt die Aufstiegszeiten da drin. Also die App sagt jetzt nicht, hier fliegen, Moment mal, du darfst jetzt nicht fliegen, es ist Mittagspause. Wäre aber vielleicht mal eine Sache für die Weiterentwicklung. Ist vielleicht ganz interessant. Theoretisch umsetzbar wäre das bestimmt oder praktisch umsetzbar. Ja, gute Idee vielleicht. Mal sehen. Er sagt, Jürgen, er kann seinen Mitgliedsausweis in der App nicht löschen. Er kann einen Mitgliedsausweis, einen neuen für 2024 hinzufügen als zusätzliches Dokument, aber den alten nicht löschen. Ich gucke mir nochmal, das geht über Löschen. Da steht Löschen und auch dort Löschen steht. Ich probiere das mal bei mir. Soll das Dokument wirklich gelöscht werden? Löschen. Und wo ist es weg? Also bei mir funktioniert es ja. Vielleicht ein Handyproblem, keine Ahnung.
Ja, klar, also manche Oder sich an den probieren Support wenden. Wenn es tatsächlich so individuell. sein sollte, dann Kann ja. man nochmal gucken. Gut. Jörg sagte, Export des Flugbuches sollte im Backend gemacht werden können und dort auch archiviert werden. Das noch als Hinweis vielleicht. Ja, da sind wir tatsächlich dran, das tatsächlich umzusetzen, dass es für die Vereinsverantwortlichen in Zukunft auch möglich sein wird, das übers Backend zu machen. Ja, das ist geplant tatsächlich. Okay. Gut, ich gucke mal hier, da sind noch ein paar Kommentare, die bitte nicht reinschreiben, sondern wirklich Fragen. Es ist nämlich immer noch relativ viel offen. Ja, Oskar sagt, wir wollten nicht, dass unser Handfluggelände deutschlandweit bekannt wird. Was ist, wenn wir die App, können wir die dann nutzen? Was haben die Drohnen dann davon? Genau, also man kann die App natürlich nur nutzen, wenn man sich bei uns das Gelände registrieren lässt und wenn man seine Zustimmung gibt, dass dieses Gelände in der Umkreisstufe veröffentlicht wird. Also ganz einfach Datenschutz, technisch ist das nicht anders möglich. Wie gesagt, ihr könnt die Genehmigung uns erteilen, dass die Modellfluggelände erscheinen oder halt auch nicht. Aber wir können das nicht nochmal aufteilen in, sagen wir mal, in die Leute, die sagen, ja, wir wollen nur in der App erscheinen. Das geht halt nicht. Das macht ja auch keinen Sinn, denn wenn sie in der App erschienen sind, sind sie auch schon wieder öffentlich. Und für die Vereine können wir tatsächlich dann ja, na, nichts tun. Aber ich Ja. sag mal, ich hatte die Frage auch schon öfters gehabt und das ist auch vielleicht eine Möglichkeit, gerade für solche Leute, die dann auf irgendwelche wildfremden Hänge gehen und sagen, ja, die anderen fliegen, dann darf ich ja auch. Wenn die die App nutzen sollten, dann steht in der App halt drin, hier ist es ein Modellfluggelände und du musst dich erstmal anmelden. Nur dann erscheint nicht hier fliegen, dann heißt, Moment mal, QR-Code. Ne? Also kann die App dann auch solche Sachen verhindern, wenn sie dann halt genutzt wird von diesen Piloten, dass sie sagen kann, nee, nee, du musst erstmal Gastflugrecht beantragen, bevor du hier fliegen darfst. Ne? Also ja, muss man immer selber entscheiden, Einzelfall. Ja, Michael fragt, wird es für Vereinsverantwortliche möglich sein, die Mitglieds- bzw. Versicherungsausweise und die Kenntnisnachweise der Mitglieder einzusehen? Das würde aus seiner Sicht sehr viel Kommunikations- und Verwaltungsaufwand Ja. einsparen und eine hohe Transparenz schaffen. Also mal grundsätzlich gesagt, am Anfang der Entwicklung der App wäre es mir am liebsten gewesen, wenn es das Thema Datenschutz nicht geben würde, weil dann würden sich alle Mitglieder einfach mit ihrer Mitgliedsnummer registrieren, mit ihrem Namen, mit ihrer Adresse, mit ihrer E-Mail-Adresse und wir könnten in der App alles darstellen. Die App könnte automatisch sagen, er ist versichert. Es würden keine Mitgliedskarten mehr versendet werden. Es müsste kein Kenntnisnachweis mehr versendet werden. Das ist theoretisch alles machbar, aber DSGVO macht sowas völlig unmöglich. Ja, wir würden es gerne umsetzen, aber das geht tatsächlich nicht. Aber es muss ja auch im Hintergrund immer irgendwie auch geprüft werden. Ist das wirklich ein echter Erkenntnisnachweis? Ist das eine echte Mitgliedskarte? Also da kommt ja nicht umhin, das immer wieder jedes Jahr für die Vereinsmitglieder muss man es ja nur einmal im Jahr machen, zu prüfen. Da reicht ja im Prinzip auch ein Foto, das sagt, ja, alles klar, du hast es in der App drin, dein neuer Ausweis ist für dich erledigt. Für Vereine ist es eigentlich nicht so das Thema, weil die Vereine ihre Mitglieder ja bei uns selber melden als Vereinsmitglieder und auch die Mitgliedsbeiträge dann bezahlen und dann wissen sie eigentlich, dass er versichert ist. Bei denen braucht man eigentlich gar keinen Versicherungsnachweis kontrollieren. Kenntnisnachweis ist nochmal ein bisschen was anderes und andere Nachweise wie Schallpegelprotokoll und so weiter ist was anderes, aber ja, so sieht's aus. Dann Clemens fragt nochmal, wird es möglich sein, dass der Mitgliedsausweis ähnlich wie der Kenntnisnachweis ins Wallet übernommen werden kann? Ja, Kann das ist das ja. geplant, ja. Wir hatten tatsächlich schon eine Version, wo das mal kurz ging, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Das ist momentan nicht mehr möglich. Aber wir sind da dran tatsächlich, ja. Okay. Und dann nochmal Steffen fragt, habe ich es richtig verstanden, dass die App momentan noch nicht das Flugbuch ersetzen darf, aber gegebenenfalls in Zukunft? Rein rechtlich ist es tatsächlich so. Also gut, die Landesluftfahrtbehörden werden da auch nichts dagegen haben. Nur wir haben schon mit einigen Kontakt und die werden das auf jeden Fall genehmigen. Aber wir wollen das ja deutschlandweit im Prinzip nutzen und deswegen muss man da wirklich erstmal abwarten, wie wir da im Kontakt mit den anderen Landesluftfahrtbehörden kommen. Aber es ist theoretisch tatsächlich so, man dürfte es theoretisch noch nicht benutzen. Aber wie gesagt, die Landesluftfahrtbehörden sind dann auch froh, wenn es überhaupt geführt wird. Also. Okay. Dirk sagt, mein Handy ist beim Fliegen aus Sicherheitsgründen im Flugmodus oder es liegt im Auto. Ich würde also nicht mitbekommen, wenn sich der Flugleiter abmeldet. Wäre zum Beispiel eine Schaltmöglichkeit einer roten Lampe an der Vereinshütte über die App denkbar? Das Natürlich wäre mit eine schöne Lösung. Rundumleuchte, mit Sirene, mit allem drum und dran. Das lässt sich technisch alles umsetzen. Ja, nein, aber wie gesagt, technisch umsetzbar wäre das durchaus. Wie gesagt, es ist ja für später auch tatsächlich mal geplant, dass die App tatsächlich auch den bemannten Luftverkehr dagegen anzeigt.
Vorstellbar ist zum Beispiel, dass eine Push-Nachricht aufs Handy geschickt wird. Achtung, hier nähert sich ein Mantragender oder wie auch immer. Oder dass eine Audioausgabe erscheint. Achtung, Flugbetrieb in der Nähe, dass man mal hochholt. Ah ja, alles klar, da kommt jemand. Also so eine Sachen sind theoretisch tatsächlich möglich. Ob wir das umsetzen, das wissen wir noch nicht. Müssen wir mal sehen. Uwe möchte wissen, kann ich die App auch auf der grünen Wiese benutzen? Aufstiegserlaubnis des Bayern, des Bauern habe ich. Ja, na, selbstverständlich. Ne? Das ist ja im Prinzip auch die ursächliche Funktion der App gewesen. Wir wollten, dass der Modellflug auf der grünen Wiese dann eben auch sichtbar wird. Und ja. Und Marcel möchte wissen, ob der Lehrer-Schüler-Betrieb extra eingegeben werden kann. Nein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man einfach einen Logbucheintrag verfasst. Ja klar, genau. Man schreibt einfach für diesen Flug rein, Lehrer-Schüler-Flug. Schüler, Person dazu und fertig. Ja, genau. Ist ja so wie im Flugbuch, da trägt man es auch bloß ein. Also müsste es gehen, ja. Okay, wir sind jetzt schon eigentlich über die geplante Zeit. Wollen wir noch zwei, drei Fragen machen? Ja, mach ruhig noch 5 Minuten. Machen wir noch mal 5 Minuten. Ja, ich gucke noch mal. Es kommt immer noch dazu. Wir bauen den Stapel an Fragen eigentlich gar nicht ab. Wahrscheinlich können wir nur bis 10 sitzen. Dann müssen wir noch mal eine Sitzung machen. Ja, wir werden sicherlich aus den Fragen vielleicht auch eine FAQ erstellen. Das ist genau. Vielleicht ganz toll, die man machen kann. Weil die meisten sind ja doch dann zu beantworten und auch mehrfach vorgekommen. Also wenn wir hier noch 57 Fragen habe ich hier gerade noch auf der Liste, aber es sind auch viele eben doppelt. Hier noch eine Frage, bekomme ich als Verantwortlicher eine Info, wer am Tag alles geflogen ist? Ja, indem man einfach das Logbuch vom Verein aufruft tatsächlich, ja. Gut. Sieht ein Flugleiter, wer aktuell als Pilot am Gelände angemeldet ist? Ja, das hatten wir schon, ne? Das sieht man. Ja. Als Flugleiter, ja. Ja. Der muss ins Logbuch gucken und da sieht er, wer hat sich eingetragen und wer nicht, genau. Ja. Okay, was ist, wenn ich erst einen Verbrenner und dann einen Elektrosegler fliegen will? Muss ich dann den Verbrennerflug beenden und mich neu einwählen? Genauso. Perfekt. Genauso macht man das dann, ja. Wie und wo können sich Vereinsmitglieder anmelden, die nicht im DMV Mitglied sind? Die melden sich in der App an. Ich hatte es vorhin auch gezeigt und teilen dem Vereinsverantwortlichen die E-Mail-Adresse mit. Und der trägt die im Backend ein als Vereinsmitglied und schon ist man dort Vereinsmitglied. Und man kann dann später, wenn man die App nutzt, kann man als Mitgliedsnummer auch eingeben die Vereinsnummer und dann hinter einfach 59. Ne? Das ist unser Platzhalter, dass man sagt, dass die App vernünftig verifizieren kann, dass man Mitglied ist. Dann steht nämlich oben dann auch nicht mehr Gastflieger, sondern Mitglied, obwohl man keine Idee von Mitgliedsnummer hat. Also einfach die Vereinsnummer nehmen, die 5 stellen und hinten 5-mal die 9. Und dann ist man als Vereinsmitglied auch für die App erkenntlich. Aber es ist der einfache Weg. E-Mail-Adresse dem Verantwortlichen mitteilen. Er trägt die im Backend ein und schon ist man Mitglied in den Vereinen. Mit allen Rechten. Kann man auch pauschal anlegen, dass alle Mitglieder eines Vereins Flugleiter werden können? Nein, pauschal nicht. Das macht ja auch wenig Sinn. Denn gerade Jugendliche zum Beispiel, wenn man dann noch 14-Jährige, 15-Jährige hat, 16-Jährige hat, die dürfen ja dann kein Flugleiter werden. Und das wäre dann praktisch. Gut, das haben wir schon. Es ist immer die Frage, wenn ich jetzt die App nutze, muss ich dann das Papierflugbuch noch nutzen? Das ist immer das Thema der rechtlichen Geschichte weiterhin. Ne? Also wir klären das bis Anfang der nächsten Flugsaison. Wir werden dort auch eine Information rausbringen. Und also wir gehen mal davon aus, dass es jetzt schon völlig unproblematisch ist. Ne? Den Behörden geht es nur darum, dass es eben dokumentiert wird. Wie es gemacht wird, ist erstmal nicht so wichtig, denke ich. Ja, dann auch wieder ein Verein, der das im Testbetrieb gerade nutzt, die App, und möchte dann vielleicht das erstellte Flugbuch wieder löschen. Da haben wir auch das Thema, das geht momentan nicht. Nein. Aus den Gründen, sonst wäre es eigentlich nicht mehr. Genau, wir haben gesetzliche Aufbewahrungsfristen und die sind für das Flugbuch 2 Jahre und dann werden die bei Drohnik automatisch gelöscht. Okay, jetzt ist nochmal die Frage mit den Gastfliegern. Das sagt jemand, da man das Backend über den PC pflegt, kann ich einen Gastflieger nur direkt nicht über die App eintragen. Aber das geht ja entsprechend mit dem QR-Code. Richtig.
Gastflieger braucht natürlich auch die App. Ja, genau. Okay, ich kann einen Gastflieger nicht eintragen, ohne dass er die App hat. Nein. Das geht nicht. Nein. Okay. Das muss da wieder schriftlich gemacht werden, ja. Gut. Wie ist es, wenn man die App in der Kontrollzone benutzt? Die Anmeldung bei dem Verein von Wolfgang, der das geschrieben hat, geschieht grundsätzlich beim Tower der DFS. Das muss man wahrscheinlich weiterhin auch noch machen, ne? Ja, natürlich, weil die App gibt die Daten zwar ans UTM weiter, aber Alex hat es ja schon ausgeführt vorhin, dass die Daten momentan noch nicht irgendwie übermittelt werden. Ich meine, es ist natürlich vorstellbar, dass es theoretisch mal so passieren könnte, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich sag mal, wenn man wirklich in einer Kontrollzone fliegt, muss man ja auch ständig Telefonbereitschaft aufrechterhalten. Man muss den Start des Flugbetriebs anmelden und abmelden. Das wird die App, ja, ich weiß nicht, ob die das vielleicht in Zukunft mal ersetzen kann. Keine Ahnung, wäre vielleicht mal vorstellbar. Müssen wir mal drüber nachdenken, ja. Okay, ich würde jetzt noch zwei Fragen machen. Ja, einerseits, ich bin Einzelmitglied und es sind mehreren Vereinen dort Mitglied. Kann er auch Genau. mehrere Vereine in seinem Profil hinzufügen? Haben wir ganz viel, ja. Wie war die Frage? Ja, ob man mehrere Vereine, wenn man mehreren Vereinen Mitglied Ja. ist, ob man in der App mehrere Vereine nutzen kann. Genau, da geht man in die App, sagt dann weitere Mitgliedschaft freischalten, und dann trägt man dort die Vereinsnummer ein, dann bekommt der Vereinsansprechpartner oder der Verantwortliche eine Mail. Moment mal, Vereinsmitglied Hans Wurst hat sich gerade gemeldet, der ist bei dir Mitglied, stimmt das? Ja, nein. Der klickt an, ja, als Mitglied hinzufügen und schon ist er Mitglied in dem Verein. Also das ist auch unbegrenzt möglich. Wir haben da keine Grenze gesetzt, 5, 6, 7, 8 Vereine, das ist kein Problem. Okay. Jürgen sagt, er hat mehrere Mitglieder im Verein, die DMV Vereinsmitglieder sind und manche sind Einzelmitglieder. Kann er auch die Einzelmitglieder ins Backend einpflegen? Genau auf den gleichen Weg. Genau. Er trägt im Prinzip die E-Mail-Adresse ein, mit der sich diese Einzelmitglieder angemeldet haben. Und dann sind die automatisch Vereinsmitglied. Okay. Genauso mit Familienmitgliedschaft. Die Frage kam auch, weil Familienmitgliedschaftsnummern haben ja am Ende noch eine F, glaube ich, und dann eine Zahl. Die tragen ganz einfach die Nummer, die erste ein. Die ist dann zwar doppelt vergeben, aber das System prüft die dann tatsächlich nicht. Und die werden dann auch alle als Mitglieder angezeigt, ja. Okay, wunderbar. Thorsten, ganz lieben Dank. Auch danke Ja. an die große Runde heute. Wie gesagt, wir werden diese Fragen, die jetzt noch aufgekommen sind, die noch nicht beantwortet wurden, da sind doch viele doppelte oder sehr ähnliche Fragen drin. Das wird man beim DMV wahrscheinlich der Geschäftsstelle nochmal sortieren und dann in Ruhe abarbeiten. Es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten. Ich glaube nicht, dass vielleicht vor Weihnachten schon alles fertig wird. Will ich nichts versprechen. Man die nicht unter Druck setzen, Thorsten. Und wir werden das allen, die heute teilgenommen haben, per Mail rumschicken, dass man das auch nicht verpassen kann. Und dann ist sicherlich die Möglichkeit noch, dass man das auch auf die Website bringt zur App. Da gibt es dann entsprechend einen Beitrag oder eine Seite auf der DMV-Website und da nochmal als FAQ sammelt, dass man dann nochmal die wichtigsten Fragen und Antworten erklärt, die ihr jetzt habt. Ja, nochmal vielen Dank. Ja, vielen Und Dank. die DMV-Akademie geht auch in den Weihnachtsurlaub und wir sehen uns, glaube ich, ja, es gibt keinen weiteren Termin mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder und ich wünsche allen schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch. In diesem Sinne. Ja, von mir auch. Bald. Macht's gut. Ciao, ciao.